präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier live aus der Prinz-Bernhard-Halle im nördlichsten Zipfel von Holland. Es kann Ihnen unmöglich entgangen sein, dass wir heute Abend versuchen werden, den verrücktesten Rekord aller Zeiten zu brechen. Und damit meine ich nicht den von der Moderatorin, die es am längsten mit ihrem schwangeren Bauch vor der Kamera ausgehalten hat. Ich verspreche Ihnen hoch und heilig, ab morgen liege ich strickend auf der Couch. Nein, wir meinen natürlich den Domino-Rekord vom letzten Jahr, der bei 1.605.757 umgefallenen Steinen liegt. Alles dreht sich natürlich darum, heute Abend noch mehr umfliegen zu lassen, wobei alle Steine ohne Fremdantrieb und ohne Unterbrechung fallen müssen. Für diejenigen, für die paar, die jetzt denken, was ist bloß so spannend an ein paar umkippenden Dominosteinen, glauben Sie mir, wenn alle 2,5 Millionen Steine, die von 60 Erbauern auf den Knien Steinchen für Steinchen aufgebaut wurden, tatsächlich umfallen, dann gibt das ein Spektakel ohne Beispiel. Aber Sie haben auch mein Wenn gehört. Es kann endlos viel schief gehen. Letztes Jahr sind von den 2,3 Millionen aufgebauten Steinen bloß 1,6 Millionen umgefallen. Das heißt, rund 700.000 Dominos haben sich entschlossen, genau das Gegenteil zu tun. Ganze Projekte sind einfach stehen geblieben. Wie man es dreht und wendet, diese Sendung ist einfach unkontrollierbar, aber das macht es auch so super spannend. Vielleicht wissen Sie ja schon, Sie können auch aktiv mitmachen, Sie können uns anrufen und schätzen, wie viele Steine umfallen werden. Die Telefonnummer ist 0190 511 999. Das kann man sich leicht merken, 5.11.99 plus eine 9. Und dann noch eine schöne Nachricht. Avanza und RTL haben sich entschlossen, aus dem einen Pfennig pro gefallenem Stein auf jeden Fall 25.000 Mark zu machen. Anrufen könnte sich also lohnen und das dürfen Sie bis 10 Uhr heute Abend. Um so richtig in Stimmung zu kommen, haben wir für Sie jetzt die schönsten Momente vom letzten Jahr. Die Highlights vom Domino Day 1998. Ein spannender Abend. Hoffen wir mal, dass wir das heute Abend noch übertreffen können. Es geht jetzt ab in die Werbung und danach begrüßen wir die zwei Herren, die dafür sorgen werden, dass neben dem Domino-Spektakel ein Formel-1-Rennen verblasst. Bis gleich.
Ganz ist hier selbstverständlich. Aber zu Hause brauche ich dafür Reiniger und extra Klarspüler. Umständlich. Das ist jetzt viel einfacher. Mit Somat 2 in 1. Die Neuheit. Da ist der Klarspüler im Reinigertab schon eingebaut. Einfach und glänzend. Neu Somat 2 in 1 mit eingebautem Klarspüler. So einfach, so glänzend. Vorhang auf! Quer durch Deutschland schon ab 6 Pfennig pro Minute telefonieren. Und City-Gespräche schon ab 3 Pfennig pro Minute. Für nur 9,90 Mark extra im Monat. Mit dem Wunschtarif Aktiv Plus. Jetzt anrufen und gleich anmelden. 0800 33 03000. Weil Sie jetzt mit einem einfachen Knopfdruck während der Fahrt auf Allradantrieb schalten können. Weil jetzt sein neuer Leiterrahmen für noch größere Stabilität sorgt. Weil er jetzt mit seinem neuen 6-Zylinder-Motor Steigungen von über 38 Grad bewältigt. Können Sie jetzt ganz andere Welten entdecken mit dem ganz neuen Frontera. Suppe. Nein, Suppenmahlzeit. Was denn nun, Suppe oder Mahlzeit? Suppenmahlzeit von Marie. Da ist alles drin, was gut ist und satt macht. Suppenmahlzeit von Maggi. Eine komplette Mahlzeit. Unvergesslich gut. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Domino Day 1999 bei RTL und obwohl es erst das zweite Mal ist, ist es jetzt schon Tradition, dass mir diese zwei Herren hier zur Seite stellen. Ich bin total froh, dass ihr wieder dabei seid. Uli Potowski, Wolfram Kohns, herzlich willkommen. Hallo Linda. Wolfram, für euch war es letztes Jahr so eine Art Entjungferung eigentlich, was Dominos angeht. Wir kennen in Holland dieses Phänomen schon seit 1986, für euch war es neu. Hattest du eine Ahnung, was du dir darunter vorstellen solltest? Am Anfang überhaupt nicht. Ich habe gedacht, die spinnen, was machen die da? Größtes Spielzimmer der Welt und wir sollen uns da 2 Stunden mit reinsetzen. Aber dann konnte ich mich erinnern, da gab es so ein paar Bilder aus Japan und das fand ich damals schon spannend. Da habe ich gesagt, da fahren wir mal hin und wenn der Uli dabei ist, mit dem kuschel ich ja immer gerne in so einer Kabine. Dann wird es schon klappen. Stimmt. Uli, im letzten Jahr ist aber ziemlich viel schief gegangen, das können wir den Clouds sagen, oder? Das war aber auch das Schöne daran. Mhm. Die Menschen, wie sie mitgelitten haben hier, unsere Domino-Bauer, das war so spannend, die zu sehen, wie sie gefiebert haben, wie sie manchmal Tränen in den Augen hatten, haben, wie sie auch gelacht haben. Ja. Und wie wir zwei völlig ahnungslos manchmal da saßen und gar nicht wussten. Diese Ahnungslosigkeit haben wir uns natürlich konservierend gehalten. Genau. Erwartest du wieder diese Komplikationen oder hast du das Gefühl, dass es jetzt reibungsloser geht? Also es muss Komplikationen geben, denn sonst wäre Wolfram und ich wirklich nicht glücklich. Wir sind überzeugt davon, dass es wieder Probleme geben wird, aber das macht es ja wirklich so spannend. Ihr macht das gerne, ne? Ich habe sogar den Stein vom letzten Jahr, habe ich mir noch einen mitgebracht, einen roten Stein vom letzten Jahr. Ich hoffe, dass der uns ein bisschen Glück bringt. Also, und du hast das gleiche Sakko angezogen, ne? Ja, das ist so im Fußball auch üblich. Mhm. Da gibt es Trainer, die immer das gleiche Sakko anziehen. Ich habe aber auch nur eins, um ehrlich zu sein. Also insofern hätte man das wohl mal ein bisschen reinigen können. Jetzt war ein bisschen der Angstschweiß vom letzten Jahr. Also wenn wir nächstes Jahr wieder den Rekord brechen, hast du dieses Sakko wieder an. Ja. Dann ist es nicht mehr qua Mode der letzte Schreiber, das ist egal, es bringt Glück, das ist viel, viel wichtiger. In diesem Jahr gibt es 50 Projekte unter dem Motto Europa ohne Grenzen. Ich nehme an, ihr habt eure Hausaufgaben gründlich gemacht, Wolfram. Bisschen, ja, der hat mich abgehört jeden Tag. Was ist das größte Projekt heute Abend? Das größte Projekt ganz am Ende, über 700.000 Steine, die Euroschein. Das größte Feld zusammenhängt, was jemals mit Dominosteinen gebaut worden ist. Haben wir auch gerade schon mal gesehen? Ja. Nein, das war es nämlich. Da ist es und wie lange dauert es, bis das umkippt? Jetzt muss ich antworten. 6 Stunden, 28 Minuten, 33 Sekunden und 18. Etwas kürzer. 142 Sekunden. Das stimmt. Genau. Es hat aber schon Laufmaschen, habe ich gesehen. So einige kleine Linien sind schon umgefallen. Mhm. Ich hoffe, dass aber es noch ganz klappt. Wenige, ja, wir ganz haben wenige. Da kleine Probleme gehabt, ja. Habt ihr eigentlich schon mal einen Rekord gebrochen? Die meisten Ehen, den längsten Orgasmus? Wolfgang, den das trifft alles auf dich zu. Also mein einziger Rekord ist, dass ich am allerlängsten von allen Menschen gemeinsam mit Uli Potowski auf 1,5 Quadratmeter in der Kommentatorenkabine aushalte. Ist auch ein Rekord. Und du? Ja, das ist natürlich dann identisch sozusagen. Ich habe mich verliebt in ihn. Und das ist mein Rekord. Ich hätte natürlich gerne eine Prognose von euch. Was denkt ihr? Wie viele Steine werden umfallen heute Abend? Meine Prognose ist, dass Linda das Kind heute Abend noch nicht bekommt. Bitte. Und dass es mehr als
Mehr als 2 Steine werden und weniger als 2 Millionen. Ich glaube, wir liegen knapp unter 2 Millionen. Knapp unter 2 Millionen. Ich lege mich fest, 2.123.608. Du kannst noch anrufen unter die Nummer 0190 511 999 und dann noch 25.000 Mark. Ich glaube, RTL-Mitarbeiter dürfen nicht mitspielen. Oh, okay, schade eigentlich. Letzte Frage, ganz kurz. Was ist theoretisch euer Lieblingsprojekt, Wolfram? Also ich finde am schönsten, jetzt auch, weil es der Jahrestag bald ist, 10 Jahre Mauerfall. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Ja, da haben, was ich ganz schön finde, ein Mädchen aus Leipzig und ein Mädchen aus Bremen gemeinsam daran gearbeitet. Und das ist für uns Deutschen, glaube ich, so ein richtiger Gänsehaut. Und für dich, Uli? Für mich die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2000, Belgien und Holland. Und wir werden heute Abend auch so ein kleines Länderspiel sehen. Deutschland gegen Holland mit Dominosteinen. Und ich bin gespannt, wer gewinnt. Belgien macht auch noch mit sogar. Die belgischen Moderatoren sind aber auch hier. Es wird auch ja, natürlich, das weiß ich. Ja, okay. Ich denke, ich bin komplett ausgefragt. Ich schlage vor, dass ihr euch jetzt in eure gemütlichen Kabinen zurückzieht. Endlich kuscheln mit Uli. Viel endlich Erfolg kuscheln heute Abend und wir sehen uns natürlich später noch. Wir haben für Sie, meine Damen und Herren, einen kleinen historischen Rückblick vorbereitet. Der beweist, dass natürlich nicht die vorlauten Holländer mit diesem Dominostein aufbauen angefangen haben, sondern die Japaner. Die Japaner hat das Dominofieber als erste gepackt und die Menschen aus dem Land der aufgehenden Sonne sind ja für ihre Geduld und Ausdauer bekannt. Eine gute Voraussetzung also. Eine regelrechte Hysterie brach daraufhin an den Hochschulen des Landes aus. Alle wollten sie den Domino-Rekord brechen. 1985 gelang dann dieser Weltrekord. 710.899.000 Dominosteine wurden zu Fall gebracht. Doch der Kampf um den Domino-Titel ging erbarmungslos weiter. Spektakuläre Motive und Special Effects waren schon damals optische Höhepunkte. Die magische Grenze von 1 Million Steinen wurde ein Jahr später gepackt. Hier fielen 1.020.734 Dominos. Die Japaner hatten lange die Nase vorn. Bis am 2. Januar 1988 Robin Paul Weyers großer Tag kam. Der Holländer löste eine perfekte Kettenreaktion aus und damit fielen fast 1,4 Millionen Steine um. Weltrekord. Seitdem hat Robin das Domino-Fieber nicht mehr losgelassen. Er gründete eine Firma, mit der er sich und sein Team auf Marketing-Events rund um das Thema Domino spezialisierte. Seine Aktionen fanden schon in diversen europäischen Ländern statt. Seit über 10 Jahren fasziniert Robin sein Publikum mit unglaublichen Motiven und gleichzeitig verbessert er seine Techniken immer mehr. Damals, wie auch heute, stand das Thema Europa im Vordergrund. Heute Abend wird sich zeigen, ob sich die harte Arbeit auszahlt. Werden sie fallen, die 2,5 Millionen Steine? Wenn ja, dann stehen Robin und sein Team ganz oben auf dem Siegerpodest der Domino-Bauer. Und dann bricht er seinen eigenen Weltrekord vom Vorjahr. Neben mir steht jetzt Mr. Domino selbst, der Mann, der für dieses ganze Spektakel verantwortlich ist, alle Projekte entwickelt hat und auch das Bauteam leitet, der Holländer Robin Paul Weyers. Herzlich willkommen, Robin. Wie fühlst du dich, ist natürlich die erste Frage. Hast du geschlafen, hast du gegessen oder gar nicht? Ja, doch, ich habe geschlafen, aber ich bin sehr gespannt jetzt. Ja. 2,5 Millionen Dominosteine, dann geht es viel in den Dann geht es viel in der Vor, das kann ich mir vorstellen. Die Gretchenfrage ist natürlich, brechen wir heute Abend den Rekord oder nicht? Ja, wir haben alles vorbereitet, dass das möglich ist, aber man wisst mit Dominosteinen nie. Nee. Letztes Jahr hast du gesagt, ich hatte so ein gemischtes Gefühl. Wir haben zwar den Rekord gebrochen, aber da sind so viele Projekte stehen geblieben, das hat mir schon schlaflose Nächte besorgt. Genau, so ein doppeltes Gefühl. Ich hoffe, dass wir das heute eine gute Revanche können, nehmen können. Also ein bisschen rachen können. Ja, genau. Es ist natürlich wieder während des Aufbaus eine Menge schiefgegangen, wie letztes Jahr. Es gab eine Wespe in der Halle, es gab eine Maus, es gab Kondenstropfen von der Decke. Ja. 8000 Steine, die an einem Tag runterflogen, das war keine Ausnahme. Und das
Allerschlimmste ist, glaube ich, das, was in diesem Riesenfeld hinter uns passiert ist, im Eurofeld. Erzähl mal. Ja, genau. Hier haben wir eine Reihe gehabt und die ist von der Luftströmung ist der umgefallen. Und daher haben wir eine Reparation da machen müssen. Und das war schwer, denn ihr konntet nicht rankommen, ne? Genau, da haben wir so ein Brücke aufgebaut. Und eine Art Gerüst war das. Ja, so ein Gerüst. Und da haben wir oben das Feld, haben wir mit einer Pinzette, haben wir einen Stein ausgenommen und danach einen Stein in Backstein gesetzt, um damit doch alle Steine fallen lassen zu können. Meine Güte, wir schauen uns das mal eben an. Das sieht so schlimm aus, was du da machst. Das ist so wie plastische Chirurgie fast. Und ich denke, es ist auch gut, dass du das selbst gemacht hast, denn wenn es dann schief geht, dann ist es wenigstens deine eigene Verantwortlichkeit. Ja. Ich schau mal eben, wie du das machst. Also ein paar Steine musste wieder aufgestellt werden, damit das ganze Projekt trotzdem fallen kann. Ja, genau. Und ja, das sind... Du hattest auch zitternde Hände. Ja. Und mein Herzschlag? Hier, 144 war das. Das kann ich mir vorstellen. Und heute Mittag genauso, da gab es wieder eine kleine Katastrophe. Was ist da genau passiert? Wir standen beide hier und dann haben wir wieder dieses tickende Geräusch gehört und da waren wieder ein paar Dominosteine gefallen. Was ist genau passiert? Unglaublich. Während der Kameraprobe ist einer von den Kameraleuten ist mit dem Draht, mit dem Kabel ist er durchs Feld gegangen und da ist die ganze Steuerung von dieser Riesenflagge, von den Euro, ist umgestoßen. Und wir hatten glücklich da 10 Schlagzaunen drin. Es gab noch Sicherheitssperren aus. Und die Sicherheitssperren waren noch nicht hoch, so es blieb stehen. Okay, wir schauen mal eben. Du hast ein bisschen geschimpft hier, glaube ich. Ja, genau. Völlig verzweifelt, ja. Godverdomme, als we open hadden gestaan, ja, hè? Dan was hij weg geweest, hè? Ja, du sagst hier, wenn wir keine Sicherheitssperren gehabt hätten, dann wäre alles weg gewesen. 700.000 Dominosteine waren da. Dann hätten wir eigentlich den Rekord vergessen können, denn 2,5 Millionen minus 700.000, dann hätten wir nur noch 1,8 Millionen gehabt, ja. Und dann hätten wir es eigentlich vergessen können. Ja, genau. Aber jetzt ist alles scharf. Ja, glücklich. Alles ja. Steht. Alles steht und ja, die letzte Sicherung muss noch draus und dann können wir los. Dann können wir wirklich loslegen. Kleine Prognose, wie viele Steine fallen? Ich hoffe oben im 2 Millionen, aber ja, man weiß nie. Man weiß es nie. Na, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Robin, und wir sehen uns bestimmt noch heute Abend. Viel Glück heute Abend. Danke. Ja, vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, dass Sie für unser Gewinnspiel noch anrufen können unter der Nummer 0190 511 999 können Sie schätzen, wie viele Steine heute umfliegen und damit 25.000 Mark gewinnen. Bevor aus einer leeren Halle ein Event von so einem großen Ausmaß wird, fließt der Schweiß natürlich literweise und das nicht nur bei den Erbauern. Am Anfang stand erst einmal die leere Prinz-Bernhard-Halle bei Südlaren. Bevor hier auch nur ein einziger Dominostein aufgestellt werden kann, muss die komplette Technik eingebaut werden. 25 Kameras, 192 Scheinwerfer, 6000 Meter Stromkabel und etliche Mikrofone. Insgesamt werden 60 Domino-Aufbauer benötigt. Die Bewerber kommen zum Domino-Test. Robin Paul Weyers testet persönlich. Die Bewerber dürfen sich in den entscheidenden Stadien der Aufbauvorgänge keine Fehler mehr erlauben. Sie müssen ein ganz ruhiges Händchen haben und mit den wichtigsten Regeln der Kunst vertraut gemacht werden. Tipps und Tricks gibt's frei Haus. Natürlich in der Erwartung, dass auch alle Steine fallen. Steht einer falsch, dann war's das mit der Kettenreaktion. Der Türmchentest. Sieht gut aus, ist's aber ganz und gar nicht. Ein solch gigantisches Domino-Projekt zu verwirklichen, ist ohne die Hilfe der Computer nicht mehr denkbar. Seit fast einem Jahr arbeitet ein 12-köpfiges Kreativteam an den einzelnen Projekten. Jetzt wird noch den letzten Insekten der Gar ausgemacht, denn auch nur eine einzige Fliege könnte das Projekt gefährden. Der Boden der Halle erhält eine spezielle Beschichtung, damit die Steinchen auch schön gerade stehen können. Und dann ist es Zeit, die Kulissen für die spektakulärste Kettenreaktion der Welt aufzubauen. Der Zutritt zur Halle erfolgt nur noch über eine Sicherheitsschleuse, damit es nicht zieht.
Die verschiedenen Projekte werden jetzt auf dem Boden der Halle aufgemalt. Eine gute Hilfe für die Aufbauteams. So entsteht Stufe für Stufe die Kulisse des Domino Days. Letzte Vorbereitung, bevor die Aufbauteams eintreffen. Kleiderordnung, das muss sein. Alle werden von Kopf bis Fuß ausgestattet. Ohne Ausweis gibt es ab jetzt keinen Zutritt mehr zur Halle. Die Spannung steigt und das Domino-Team fiebert nur noch einem entgegen, dem ersten Stein. Und der wird herbeigezaubert von keinem geringeren als Magier Hans Klock. So, da ist er, der erste Stein. Fehlen nur noch 2.499.999. Neben mir stehen drei Leute, die in den letzten 7 Wochen fast selbst zum Dominostein geworden wären. Drei von den Erbauern, ohne die jetzt hier wirklich kein einziger Dominostein stehen würde. Vielleicht könnt ihr euch selbst mal eben kurz vorstellen und erzählen, was ihr im richtigen Leben so treibt. Ja, ich bin Maike Krüger, bin 36 Jahre alt, bin von Beruf Masseur und komme eigentlich aus Wilhelmshaven, wohne aber seit 10 Wochen mit meinem Freund Joachim in Parel. Mhm. Du? Ja, hallo, ich bin Heiko Janet aus Bremen, bin 32 Jahre alt und bin vom Beruf Schlosser. Aha. Ich bin Christian Knob, 24 Jahre alt und studiere Sport in Bremen und habe gerade ein bisschen Zeit. Wie viele Steine hast du aufgebaut, Maike? Ich schätze mal ungefähr 60.000. Ist das durchschnittlich oder mehr? Ja, nee, ist Durchschnitt. Und wie viele sind dabei umgeflogen? Mein größter Unfall ist halt 5.200 Steine. Ja, das ist die Arbeit von fast 3 Leuten für den ganzen Tag, oder? Ja, mindestens. Und wie fühlt man sich dann? Hast du dann wirklich riesen Schuldgefühle oder hattest du sowas von, naja, das kann hart passieren, das gehört dazu irgendwie? Also es ist jedem etwas passiert und Schuldgefühle hatte ich nicht. Wir waren eine kleine Gruppe von 4 Leuten und wir hatten genug Zeit noch und von daher war es kein Problem. Also den Psychologen habt ihr nicht gebraucht, Heiko? Nein, ich zum Glück nicht, nein. Den gab es aber. Ja, ist richtig wahr, ja, das stimmt. Gab es gewisse Erbauer, die das schon gebraucht haben, die so emotionell tief saßen, dass sie nicht mehr wussten, wie sie bauen mussten? Oder? Ja, nach einiger Zeit ist das schon herauskristallisiert, dass da ein paar Leute waren, die wirklich mit dem Team nicht arbeiten konnten oder wirklich mit Nerven am Ende waren, das stimmt schon, ja. Und wie ging es dir, Christian? Ja, bei mir war alles gut. Ich habe nur 2, 3 kleinere Unfälle gehabt, das war nicht so schlimm. Einen größeren ganz am Schluss gehabt, da hatten wir aber auch lange viel Zeit noch, so dass wir das gut aufbauen konnten wieder. Ihr habt gearbeitet von morgens 9 bis 6 und reich wird man auch nicht, glaube ich, dabei. Es ist so eine Art Sklavenarbeit. Warum habt ihr mitgemacht? Warum habt ihr euch beworben? Also ich habe die Anzeige in der Zeitung gelesen und dachte 2,5 Millionen Dominosteine. Dann habe ich mir diese Menge so mal vorgestellt und überhaupt, wie man sowas aufbaut, das war für mich unvorstellbar, dass ich gesagt habe, da will ich mal reingucken. Du wolltest es einfach mal erleben. Und du, Heiko? Ja, wollte mal aus dem normalen Berufsalltag ausbrechen und mal was völlig anderes machen und das ist mir hier auch gelungen, muss ich sagen. Und was war deine Motivation, Christian? Ja, ich war auch auf der Jobsuche, weil ich jetzt ein bisschen Zeit hatte beim Studium und dann habe ich mal mit meinem Freund davon gehört und habe gedacht, das wäre ja besser, als auf jeden Fall in der Fabrik zu arbeiten. Und ja, hat sich gelohnt. Und hat es euch gut gefallen? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Tolles Team auch. Seid ihr gut zurechtgekommen mit den Holländern, oder? Oh, super Team. Ja? Tolle 60 Leute. Mhm. Noch eine kurze Frage. Was ist euer Lieblingsprojekt gewesen? An welchem Projekt habt ihr am liebsten gearbeitet? Also mein Lieblingsprojekt waren die Windmühlen von Rembrandt. Das ist eine Federzeichnung, ungefähr 24.000 Steine. Ich habe das Projekt fast alleine gebaut, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und in dem ganzen Projekt sind 91 Klappzäune, die sehr aufwendig aufgestellt worden sind. Und ich hoffe, es klappt heute Abend. Das hoffe ich auch. Und dein Lieblingsprojekt? Ja, meins ist Formel 1 und war auch ein gutes Team da gewesen, muss ich sagen. Hat sehr großen Spaß gemacht und ich bin auch ohnehin Formel 1 Fan. Ja. Von daher ist das mein Lieblingsprojekt doch. Ja. Und deins? Ja, meins ist der Kindergarten. Das kann man nachher sehen. Das wird man auch sehen, warum mir das Feld gut gefällt, weil das sehr schön ist mit kleinen, vielen Linien und viele bunte Bilder da drin. Das war fröhliche Arbeit. Ich habe gehört, dass man da nicht mit diesen Kämmen arbeiten konnte, ne? Nein, genau. Das habe ich fast alles mit der Hand setzen müssen, weil das alles kleine Linien waren in Kurven. Dann kann man diesen Kamm, den ich hier habe, kann man dafür überhaupt nicht gebrauchen. Ja. Und du hast eins dabei. So sieht das aus. Mitgebracht, weil das ist der Kamm, mit dem haben wir zum Beispiel das Eurofeld, was hinter uns ist, gebaut. Das läuft so, dass dann hinter mir einer sitzt, der füllt dann die Kämme und ich schiebe die dann immer ran und dann sitzen die schnell. Das ist einfacher als mit der Hand. Aber beim Tag der Kinderrechte hast du alles mit der Hand machen müssen. Es gab wahrscheinlich viele Kurven auch. Ja, ein Projekt, auf das ich mich persönlich total freue, ist der Mauerfahr. Und welche technischen Schwierigkeiten es da so gibt, das sehen Sie jetzt.
Robin Paul Weyers stellte sich ein Team aus internationalen Spezialisten zusammen, um solch ein gigantisches Vorhaben in die Tat umzusetzen. Es ist ein langer Weg bis zur Fertigstellung von Projekten wie zum Beispiel dem Mauerfall. Hier wurden 5000 Steine auf 5 Meter Länge rund 1 Meter hoch gebaut und sollen gleichzeitig zum Einsturz gebracht werden. Beim Europacup werden die Dominos zu Torjägern und auf der 2,5 Meter hohen Skisprungschanze werden wir erleben, wie Dominosteine sogar das Skifliegen lernen. Doch am Anfang der Entwicklungsarbeit stehen kreative Köpfe, die zunächst ein Layout der einzelnen Themen designen. Ob und wie sich diese Projekte realisieren lassen, zeigt sich nach Erstellung einer technischen Zeichnung erst am Computer. Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, werden in der Versuchswerkstatt gelöst. Die Mechaniker finden immer eine Lösung. Die Domino-Reihe soll auf engstem Platz die Laufrichtung ändern? Kein Problem. Muss ein Höhenunterschied überwunden werden, kann ein Stein von seinen Kollegen auf 1 Meter Höhe katapultiert werden, um dort eine weitere Kettenreaktion auszulösen. Steine, die noch höher oder sogar ganz hoch hinaus wollen, müssen halt selber klettern, wie hier zum Beispiel unser Skispringer. Na, geht doch. Eines der schwierigsten Projekte ist der Mauerfall. In immer neuen Versuchsreihen wurde der Fall der Steine optimiert. In oft tagelanger Kleinarbeit mussten die Dominobauer immer wieder Stein auf Stein setzen, um sie gleich danach wieder einstürzen zu sehen. Es wurde so lange getestet, bis das Ziel erreicht war. Alle drei Mauerelemente sollen gleichzeitig einstürzen. Schön, das zu sehen, wie dieses Mauerprojekt so oft getestet wurde. Wart ihr auch dabei, Heiko? Ja, wir haben das kostet Wochenende zum Stürzen gebracht und das alles wunderbar funktioniert, ja. Jetzt hoffen wir, dass es heute Abend auch wunderbar funktioniert. Maike, bevor wir jetzt tatsächlich in die Werbung gehen, vielleicht kannst du mal eben erklären, was genau passiert, wenn gleich die Steine fallen und wir gehen wieder in die Werbung. Verpassen die Zuschauer dann etwas? Die verpassen zum Glück gar nichts. Es ist ein Werbependel eingebaut. Das funktioniert so, dass zwei Domino-Reihen eine Treppe hochsteigen. Oben sind zwei Dominos an einem Band befestigt. Wenn die runterfallen, lösen die ein Pendel aus. Ja. Der schwingt 6 Minuten, solange die Werbeunterbrechung ist. So lange, bis er dann in der Mitte wieder den nächsten Stein anstößt. Und dann geht's weiter. Ja, wir haben auch Bilder davon. Hier sieht man so ein Pendel. Guck mal, da ist der Stein wieder angeschubst. Es schwingt und schwingt also so 5-6 Minuten, bis die Werbung wieder vorbei ist und schubst dann den ersten Stein wieder an, denn die Bewegung darf nicht unterbrochen werden. Super Idee, aber funktioniert das auch, Christian? Ja, hundertprozentig. Haben wir ganz oft getestet. Das haben Sie bis kurz vor Schluss jetzt noch ausprobiert. Ja? Ja. Ich hoffe es. Es ist wirklich eine geniale Idee, aber die nächste Werbung machen wir Gott sei Dank noch ohne Pendel. Und danach, da wird es richtig spannend, dann fällt der erste Stein auf dem Weg zu einem neuen Weltrekord. Hoffentlich, das hoffen wir. Ja. Benutzen Sie immer noch Essigreiniger gegen Kalk? Antikal mit Glanzschutzformel beseitigt selbst hartnäckige Verkrustungen wirksamer. Für schönen Glanz. Selbst Wasserspritzer können diesen Glanz nicht besiegen. Das hält eine Weile. Antikal, der Kalk geht, Glanz entsteht und bleibt. Wie gesagt, das hält eine Weile. Schade, schade, schade. Jetzt würden Sie ja schon gern wissen, wie es weitergeht. Können Sie auch mit MediaVision. Da haben Sie die ganze Zukunft des Fernsehens. Holen Sie sich Premiere World über Kabel und dazu viele Programme extra. Jetzt MediaVision 0800 330 3366. Rot ist die Liebe. Grün ist die Hoffnung. Blau ist die Treue. Und Gelb ist der Neid. Vorausgesetzt, Sie nehmen das neue Feva Feincolor für feine und farbige Mode mit dem doppelten Farbschutz. Erstens gegen Verblassen und zweitens gegen Verlaufen. Das neue Feva Feincolor.
Das volle Programm bekommen Sie natürlich über Kabel. Wie? Sie haben keinen Kabelanschluss? Schade, schade, schade. Jetzt anrufen. 0800 330 3366. Steht? Na klar. Was ist das daneben? Das ist die Zukunft. Wow. Holen Sie sich die Zukunft und gehen Sie mobil ins Millennium. TD1, Zukunft wird aus Ideen gemacht. Es ist wieder soweit. Die Pakete mit der roten Schleife sind wieder da. Unser Bestes von Persil. Ist beste Persil-Qualität im günstigen Vorratspaket. Und dieses Jahr gibt's unser Bestes als Persil Megaperls und Persil Tabs. Ein Grund mehr, jetzt richtig zuzugreifen. Lederjacke. 250 Mark. Bei C&A. Manchmal, wenn ich Lust habe, dass sich zwei Typen so richtig auf die Fresse hauen, dann schaue ich mir einen Boxkampf live an. Exklusiv bei Premiere World. Premiere World. Der Boxkampf des Jahrhunderts im Schwergewicht. Alles oder nichts für Evander Holyfield gegen Lennox Lewis in Las Vegas. Dazu jedes Wochenende die drei Topspiele der Fußball-Bundesliga live. Zum Beispiel am Samstag Dortmund gegen Leverkusen. Holen Sie sich das größte Sportprogramm im deutschen Fernsehen. Jetzt im Fachhandel. Premiere World. Your Personal TV. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket. Drin. Mein Vater, immer wenn er Stress hat, trinkt er Melitta Harmonie. Mein Sohn, er ist der Grund, warum ich immer Harmonie trinke. Melitta Harmonie. Abschalten und genießen. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Mit AOL jetzt so günstig wie nie ins Internet. Einfach anrufen. 0800 5 3x die 1 3x die 2. Klar lassen Umwelteinflüsse die Haut früher altern. Doch nicht bei mir. Neu von AOG die schützende Antifaltencreme. Mit grünem Tee und Vitamin C. Die schützende Antifaltencreme von AOG. Glättet Falten und bietet zusätzlich Schutz vor Umwelteinflüssen. AOG. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Ja, Domino Day bei RTL, meine Damen und Herren. Endlich ist es soweit. Wir sind live für Ihr Norland. In wenigen Minuten wird der erste Stein fallen. Aber wir geben Ihnen erst noch einen kleinen Vorgeschmack auf ein paar der schönsten Projekte. Von Computerspezialisten werden die Vorlagen in einen Aufbauplan umgerechnet. Diese Pläne sind die Grundlage für den Aufbau der einzelnen Projekte in ihrer ganzen Farbenpracht. Während jetzt in der Halle schon fleißig gebaut werden kann, ist die Arbeit der Mechaniker noch lange nicht zu Ende. Täglich entwickeln sie neue Tüfteleien.
Besonders knifflig erwies es sich auch, die Reifröcke der Tanzdamen im Projekt Opernball erblühen zu lassen. Den Anstoß des Europacups 2000 sollen die Dominos vor vollbesetzter Tribüne und begeistertem Publikum selber übernehmen. Klappt. Manchmal mussten alltägliche Dinge völlig zweckentfremdet werden. Diese hier kennen Sie vielleicht. Ausgelöst werden die Mausefallen im Projekt Mariposa, was Schmetterling bedeutet, sobald die Dominosteine die Treppe hochlaufen und dadurch die Schmetterlinge zum Fliegen bringen. Erst wenn alle Mechanismen den Test bestanden haben, kann weiter aufgebaut werden. So viele bunte Steine? Was ist das? Aha, es scheint Publikumseinlass im Fußballstadion zu sein. An den schwierigsten Stellen wird gebaut, sogar unter den Projekten. In unmöglichen Körperhaltungen müssen selbst kniffligste Steine präzise gesetzt werden. Das Eurofeld ist das größte zusammenhängende Domino-Projekt, das jemals gebaut wurde und ist damit schon ein Rekord für sich. 700.000 mit Fotoelementen beklebte Dominos zeigen die 7 neuen Euroscheine. Ja, und jetzt ist es wirklich fast soweit. Ich denke, dass Robin und sein Team echt die Nerven in der Hand haben. Sie müssen sich das mal vorstellen, meine Damen und Herren. Das ganze Team hat 7 Wochen lang nichts anderes getan, als Dominosteine gesetzt, gesehen, geträumt, geschwitzt, und in wenigen Augenblicken fallen diese Steine ihren eigenen Weg und dann kann wirklich niemand mehr was dran machen. Ich werde so langsam auch wirklich nervös und ich bin hier nicht die Einzige. Die allerletzten Stops, die eingebaut wurden, um zu verhindern, dass, wenn etwas fällt, auch sofort alles fällt, die werden jetzt noch weggeholt und dann ist wirklich alles scharf. Die Steine, die Erbauer, die Techniker, die Kameramänner und hoffentlich auch Uli Potowski und Wolfram Combs, denn an die gebe ich jetzt. Ja, wir sind auch wahnsinnig gespannt. Ein Blick über die 2,5 Millionen Dominosteine. Im Moment alles noch unberührt. Und all das wird gleich in sich zusammenfallen, aber währenddessen die Steine fallen, entstehen immer wieder neue kleine Gags, neue kleine Bilder, neue kleine Effekte. Das zum Beispiel könnte schon was für dich sein, Wolfram, denn es geht um liebe kleine Kinder. Ja, es geht da um den Tag der Rechte des Kindes. Ich finde es schön, Linda, dass du fragst, ob wir scharf sind. Wir sind scharf darauf zu erfahren, ob es klappt, ob es mehr werden als 1.605.757 Steine, denn so viel waren es im letzten Jahr. Wir freuen uns vor allen Dingen auf den ersten Stein, den Stein des Anstoßes, der ja in wenigen Sekunden dann fallen wird. Und Lynn Domina de Mol ist die Frau, die so langsam sich auf den Weg macht, um den Stein des Anstoßes schon mal ganz, ganz nah bei sich zu haben. Was ganz wichtig ist, liebe Zuschauer, wir übertragen ja diesen Domino Day in 3 Länder, nach Deutschland, nach Belgien und nach Holland. Und deswegen müssen wir noch ein ganz klein wenig warten, weil unsere belgischen und holländischen Kollegen noch ein bisschen hinter der Zeit her sind. Und es kann aber nicht mehr lange dauern. Dann wird Linda auf dem Podest sein, von dem der erste Stein dann losgelöst wird. Immer wieder interessant, der Blick in die Gesichter der Erbauer. Und die haben einen Heidenspaß, aber man spürt auch ein bisschen die Anspannung. Das hier ist eine ganz interessante Geschichte. Wird ganz am Ende vorkommen, Wolfram. Das ist die Millennium-Maschine, die Zeitmaschine, mit der werden wir ins neue Jahrtausend reisen. Ich glaube, es ist noch ganz, ganz viel Zeit, bis wir soweit sind. Da müssen vorher ganz viele Steine schon fallen. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, hat Ben-Gurion mal gesagt, und ich glaube, heute muss ein kleines Wunder geschehen, damit all diese Steine fallen. Sie haben es ja im letzten Jahr mitbekommen, wenn Sie im letzten Jahr schon dabei waren, und das hoffen wir doch sehr stark, dass da wahnsinnig viel in die Hose gehen kann, und dann bleibt es eben stehen, da werden Händchen gehalten, da werden Daumen gedrückt, denn die hier, die haben nicht nur die Knie aufgeschürft, die haben nicht nur zittrige Hände, die haben auch den Rücken richtig krumm gemacht dafür, dass wir jetzt sehen können, wie über 2 Millionen, genau 2,5 Millionen Dominosteine gleich fallen sollen. Der Emotionschip ist mehr als aktiviert und die letzten Sperren, wir schauen gerade von unserer Kommentatorenkabine etwa 10, 15 Meter über der Halle, mal über das gesamte Feld.
Die letzten Sperren werden in diesen Augenblicken von unglaublich ruhigen Händen rausgenommen. Das sind Erbauer, die sich beim Domino-Meister besonders qualifiziert haben. Zwei, drei sind es nur, die am Ende noch ins Feld dürfen und die letzten Sperren herausnehmen dürfen. Und damit können wir rübergeben zu Robin, der das Ganze sozusagen jetzt wirklich scharf macht. Das sind die letzten Sperren, die durch elektromagnetische Impulse gelöst werden. Sie sehen, wie diese Sperre rausklippt, durch einen elektromagnetischen Impuls. Und jetzt ist das Feld für den Weltrekord am Domino Day, dem 5. November 1999, scharf. Keine Sperre mehr, keine Schranke mehr, keine Schiene mehr zwischen 2,5 Millionen Dominosteinen, der größten Ansammlung von zusammenhängenden Dominosteinen, die es je auf der Welt gegeben hat. Wie schön du das gesagt hast, Wolfram. Ich freue mich ja seit Monaten auf diesen Tag. Und ganz wichtig ist es, dass wir immer wieder die Aorta nachher im Auge haben, die Hauptschlagader. Oh ja. Da wird ja es übrigens zu Ende gehen. Wenn wir dort angelangt sind, dann ist der Domino D 1999 geschafft mit einem neuen Weltrekord. Dahinter stehen natürlich noch viele, viele Fragezeichen. Aber diese Aorta, die ist ganz wichtig, das erklären wir Ihnen gleich, denn es kann jetzt wirklich nur noch wenige Augenblicke dauern. Dann wird Linda unten am Startplatz sein und diese fantastischen Dominosteine in Bewegung setzen. Sie sehen, der goldene Stein, er steht schon. Hans Klock hat ihn in die Halle gezaubert und Linda und Hans sind bereit, den Stein des Anstoßes in Bewegung zu setzen. Linda! Ja, ich denke, ich muss ihn gar nicht mehr groß vorstellen. Neben mir steht Illusionist Hans Klock, der dank seiner Popularität in Deutschland, Holland und Belgien, den drei Ländern, in denen wir heute Abend live sind, heute Abend den ersten Stein anstoßen darf. Und du hast damals auch in der leeren Halle den ersten Stein gesetzt, ne Hans? Ja, das stimmt. Ja, genau. Das war am 15. September? Ja, 15. September war das. Und da hast du diesen Stein aus einer Rose sozusagen hervorgezaubert. Das war auch dieser goldene Stein. Ja, genau. Machst du das heute Abend wieder mit einem Trick? Das wollte ich gerne, aber die Leute vom Produktionsteam haben gesagt, unbedingt keine Magie, Hans Klock, weil die hatten Angst, dass plötzlich die 2,5 Millionen Steine verschwinden. Ja. So, ich hatte gesagt, okay, ich mache keine Magie. Keine Tricks, nein. Du machst einfach Schubs mit dem Finger, genau, ja. Ist vielleicht auch das Allerbeste. Ich habe es letztes Jahr gemacht, es ist wirklich eine Ehre. Ich musste damals durch die Knie gehen und ich denke, in meinem Zustand geht das nicht mehr. Ich bin wirklich froh, dass du es machst. Ich würde quer durch das ganze Geschehen rollen. Ich hoffe, alle sind soweit, alle Erbauer, Robin Weyers, das ganze Team, seid ihr bereit? Ja? So ein spannender Moment, denn sobald du so machst, dann können wir gar nichts mehr machen. Dann gehen diese Steine ihren eigenen Weg und hoffentlich auf dem Weg zu einem neuen Weltrekord. Ich warte nur noch auf das Zeichen der Regie, dass ich anfangen darf. Dürfen wir denn erst? Ja, wir dürfen, Hans. Ja. Okay. Bitte schön. Toi, toi, toi. An allen viel Erfolg. Wir schaffen es schon. Hans, du darfst. Und es geht los. Ja! Kleinen Moment lang habe ich gedacht, das wäre Dieter Bohlen, aber er war es nicht. Das nein, es war Hans Klock. Er sieht aus wie in der Dämonen und spricht wie Rudi Carrell. Hat er für sich selbst aber behauptet. Aber das ist jetzt nur noch Nebensache. Denn er hat das Wichtigste getan, was er vielleicht mit seinen goldenen Händchen jemals getan hat. Er hat den goldenen Stein angestoßen. Die erste Linie läuft. Die besteht aus 5741 roten und 5722 gelben Steinen. Wäre schön, wenn ich schon mal durchkommen würde, denn sonst wäre das ganze Ding hier schon zu Ende und Sie könnten ins Kino gehen. Aber das wollen wir natürlich nicht, denn die erste Linie kommt zu einem ersten spannenden Projekt. Was Sie hier sehen, das ist die Aorta, schwarz-beige. Wenn Sie im letzten Jahr nicht dabei waren, ganz wichtig, die Aorta ist so etwas wie eine Rettungslinie, die parallel zu den Projekten aufgebaut ist. Es gibt 476.198 Steine der Aorta, die jetzt rechts und links, oben und unten neben der Startlinie für Sie zu erkennen ist. Und diese Aorta läuft immer parallel zu den Projekten und kommt unmittelbar, nachdem ein Projekt, wenn es denn aus sich selbst heraus fällt, umgefallen ist, am nächsten Projekt an. Das heißt also, wenn das Projekt stehen bleibt, gibt es noch die Aorta. Wenn die auch stehen bleibt, dann ist Ende im Gelände. Die Startlinie kommt aber jetzt
zum ersten großen Projekt des Domino Days 99. Und da sind wir angelangt und der Jubel bricht gleich aus hier in der Halle. Es geht hier um ein Thema, das wir Laser genannt haben. 18.117 Steine müssen fallen. Domino da, Domino D müsste es heißen, aber das wollen wir jetzt nicht ganz so dramatisch nehmen, dass das Y da nicht richtig umgefallen ist. Was passiert jetzt hier? Das ist eine Reihe, die 87 Meter lang ist und wir werden also erleben, wie jetzt gleich innerhalb von 95 Sekunden das komplette Projekt fällt. Und Sie sehen es, der Laser ist sozusagen schon angeschmissen worden. Übrigens, das Prinzip des Lasers 1916, Albert Einstein, er war der Erste, der sich damit beschäftigt hat. Natürlich hat er ihn im Prinzip nicht erfunden, aber er hat die Idee des Lasers sozusagen in die Welt gesetzt. Der Uli hat wieder einen Duden nachgelegt. Und Wunderbar. Das sollten wir jetzt vielleicht ganz einfach mal genießen, wie diese Laserstrahlen per Dominostein angeschoben worden sind. Nämlich ganz große Dominosteine, das waren Videokassetten. Drei, die sich um die eigene Achse gedreht haben und so das Ganze ausgelöst haben. Also sieht alles gut aus. Und Sie sehen es, viel Bewegung in diesem Objekt. Ganz spannend vielleicht auch für Sie, dass wir einige Kameras direkt in das Dominofeld reingelegt haben, sogenannte kleine Chip-Kameras, die dann ja eine Art Mausperspektive für Sie nachher auf dem Bildschirm zaubern werden. Da sehen Sie Dominosteine ganz, ganz dicht auf Sie zukommen. Nicht erschrecken, die sind manchmal ganz schön schnell, diese Dominosteine. So, damit sind wir schon durch mit den Lasern und deshalb bricht hier der Jubel aus, weil wir jetzt bei Europa ohne Grenzen sind. Das Thema dieses Domino Days 99, 66.951 Dominosteine fallen jetzt hoffentlich um und es sieht alles hervorragend aus bislang. Hier sehen wir es, die 11 EU-Länder, sie sind als Umrandung zu sehen, die 11 EU-Ländern, die sich beteiligen werden, zunächst einmal am Euro. Es gibt ja insgesamt 15 europäische Staaten und hier läuft es wirklich wie am Schnürchen. Europa ohne Grenzen, wie wir es uns wünschen. Also man kann schon zusammenrechnen, das sind jetzt schon so, ja, 130.000, die insgesamt gefallen sind, aber fangen Sie damit gar nicht erst an. Wir werden nachher einen Notar haben, der alles nachzählt. Natürlich bleibt irgendwann irgendwo auch mal ein Stein stehen. Das werden wir nachher noch erleben. Und das war nochmal Hans Klock mit dem Anstoß sozusagen. Und wir kommen einmal hinein in das erste große Motiv. Hier sehen Sie einmal die Wiederholung, die Slow Motion vom Laserfeld. Und das ist diese bestimmte Klapptechnik, die die Laser ausgelöst hat. Diese Umdrehungen haben dafür gesorgt. Kleine Spiegel sind auf die Dominosteine aufgeklebt, damit wir diesen Reflex so erleben dürfen. Und ich freue mich jetzt schon, das nächste Projekt, das müsste jetzt gleich kommen, das ist der Fall der Berliner Mauer. Ein Projekt, auf das hier viele warten. Ein ganz besonderes Projekt. Sie sehen schon, da sind die Landesfahrten Deutschlands. Ab jetzt zunächst, das soll den Fernsehturm darstellen, der am Alex steht. Die Plexiglaskuppel soll die Kuppel des Fernsehturms sein. Und dann nähern wir uns der Mauer. Das ist die Siegessäule. Und Sieger vor ja fast genau 10 Jahren war die Menschlichkeit, als die Mauer fiel. Und wir hoffen, dass sie auch hier gleich fallen wird. Ganz wichtig für die Bauer ist, dass alle drei Mauerelemente gleichzeitig fallen. Sie haben es eben gesehen, es wurde x-mal geprobt. Aber hier in der Halle ist natürlich alles ganz, ganz anders als im Versuchslabor. Und Dina aus Leipzig und Nicole aus Bremen haben an diesem Projekt vor allen Dingen mitgearbeitet. Ganz schön, dass man da so ein Fingerspitzengefühl entwickelt hat. Eine Bauerin aus dem Osten und eine aus dem Westen sind. Achten Sie darauf. Menschen sind auf große Videokassetten geklebt worden. Die sollen dann einander sich nähern an der Mauer. Jetzt laufen sie aufeinander zu und jetzt fällt diese Mauer. Fantastisch, dass wirklich alle drei Mauerelemente gleichzeitig gefallen sind. Hier fällt zusammen, was zusammengefaltet gehört. Und besonders schön, dass da auch ein bisschen Staub aufgewirbelt wird. Das ist Talkumpuder, das man extra in die Luft geblasen hat, um diesen Effekt der einstürzenden Mauer noch besonders zu intensivieren. Also ich freue mich, dass dieses Projekt, der Fall der Berliner Mauer, so perfekt geklappt hat. Das war eines der ganz schwierigen Projekte. Und jetzt gehen wir rüber zu einem sehr, sehr schönen italienischen Thema.
Es geht nämlich um Design und hören Sie, was erklingt. O Sole Mio. Viva Italia, Projekt Nummer 4, 19.564 Steine. Italien, nicht nur berühmt für Musik, für tolle Tenöre, sondern auch für Design. Und hier sind einige besonders gelungene Stücke des italienischen Designs oder zumindest von Produkten, die unter italienischen Firmen verkauft werden, dargestellt. Ein Ferrari hat man uns versprochen, eine Schreibmaschine, eine Zitruspresse, eine Stereoanlage und einen Sessel. Das ist die berühmte Zitronenpresse von Philipp Stark, eigentlich ein Franzose, aber alles bei italienischen Designfirmen produziert, alles sehr... Da war der Ferrari. Da sehen wir nachher nochmal einen ganz großen, haben Sie schon gesehen. Ein Formel 1 Ferrari. Nachher. Und auch dieses Feld fällt reibungslos und wir sind schon nach 19.564 weiter gefallenen Steinen auf dem Weg in das nächste Projekt herein. Und das wird das längste sein. Das längste. 168 Sekunden lang wird es fallen. Und das ist der bunte Hahn. Und der bunte Hahn, der steht für Portugal. Denn in Portugal ist der Hahn ein Symbol für Glück. Und da gibt es eine richtig schöne Legende. Da gab es einen Pilger auf dem Weg nach Santiago. Unterwegs wurde er zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt und von einem Richter zum Tode durch den Strang verurteilt. Nach einem Gebet an den Apostel Jakobus hat er dann gesagt, oh, hier kriegen wir noch mal eine schöne Wiederholung mit dieser Klapptechnik. Sie immer, wenn die besonders schreien, dann, hey, Laola, dann geht eine solche Klapptür wieder rum und die sorgt dafür, dass Dominosteine auf der Stelle drehen und wenden können. Ich muss meine Geschichte noch kurz zu Ende bringen. Also es gab ein Gebet an den Apostel Jakobus und er versuchte, den Richter noch mal von seiner Unschuld zu überzeugen. Er hat nämlich gesagt, hier liegt ein gebratener Hahn auf dem Tisch und wenn der nachher vor dem Galgen noch einmal kräht, dann bin ich unschuldig, dann dürft ihr mich nicht hängen. Hier aber noch einmal Design zwischendurch. Jetzt kriegen wir noch mal Saures hier von der Zitronenpresse. Ich komme mal gleich zu deinem Hahn zurück, der liegt dir besonders am Herzen. Aber wie? Und es gab natürlich das Happy End, der Hahn hat gekräht und das Todesurteil wurde aufgehoben und seitdem gibt es eben halt in Portugal den Hahn als Symbol für Glück. Und der fällt und fällt und fällt. Es ist übrigens auch das erste Projekt, was überhaupt in dieser Halle aufgebaut wurde. Da hat man gesagt, das längste, damit gönnen wir uns am Anfang richtig was, da nehmen wir uns Zeit und er fällt weiter. Es sieht nach wie vor sehr, sehr gut aus. Da bleibt ab und zu, Sie haben es gesehen, oben links am Rand mal ein Steinchen stehen. Auch sowas werden die Notare natürlich nachher notieren müssen. Sie sehen es jetzt oben an Ihrem Bildschirmrand. Aber die meisten fallen. Aber witzig ist das wirklich auch hier mit den Pendeltüren. Das ist so das System der Pendeltür, dass eben halt danach die Reihe in die andere Richtung fallen kann. Das ist ganz witzig ausgedacht. Und die Stimmung unter den Erbauern steigt und die Zuversicht auf einen neuen Weltrekord natürlich auch. Tränen sind geflossen im letzten Jahr, weil da ja einiges stehen geblieben ist. Bis jetzt sind es nur Freudentränen, aber wir wollen mal ganz, ganz flach den Ball halten. Flachspiel hoch gewinnen ist eigentlich das Motto von diesem Mann hier, vom Dominator in dieser Halle. Wie ein Rumpelstilzchen springt er neben seinem Vogel da hin und her, denn er weiß, das ist sein ganz großer Tag oder eine ganz tragische Erfahrung für ihn an diesem Abend hier in der Prinz Bernhard. So, aber auch diese 168 Sekunden nähern sich dem Ende. Und dann werden wir von Portugal nach Irland fahren. Oh, da habe ich dann Vögelchen. Jetzt ist es gleich durch, dieses längste Projekt und Objekt. Glück gebracht, der Hahn. So, und jetzt kommt die Geschichte vom Biervogel. Das ist was für dich, Wolfram. Aber vorher... Richtig, jede Menge Flatter. Hier sehen wir nochmal in der Zeitlupe, wie das Projekt ausgelöst worden ist. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Geschichte, die Ihnen Spaß macht, wenn Sie sich gerade ein Bierchen gönnen. Sie kennen den deutschen Satz, auf einem Bein kann man nicht stehen und dann gönnt man sich eben ein zweites Bierchen, einen zweiten Prosecco, ein zweites Glas Champagner. Die Iren sagen, so ein Vogel kann nicht mit einem Flügel fliegen, so muss man auch mindestens zwei Bier trinken. Und das soll hier dargestellt werden, dass man eben sich... ruhig ein Bierchen mehr gönnen soll. Zwei soll es mindestens sein. Da sehen Sie es. 23.511 Steine. Wenn Sie sich jetzt ein Bierchen holen wollen, können Sie das schon mal so ganz langsam tun. Denn wir kommen jetzt gleich zum ersten Pendel. Und Sie wissen, was das heißt. Da werden wir ein bisschen was für die Klassenkasse tun. Und
Das Pendel soll, wenn wir Glück haben, dann genau an der richtigen Stelle wieder den nächsten Stein auslösen, damit die größte und spannendste Kettenreaktion der Welt tatsächlich weitergeht. Jetzt müssen wir aber erstmal zum Pendel kommen. Die Aorta macht das für uns. Die Hauptschlagader läuft dorthin und dann wird dieser Pendel in Bewegung gesetzt. Es dauert aber noch einen Augenblick. Also. Jetzt klettern die Dummesteine. Und jetzt ja, der Pendel ist angestoßen worden. Also alles wunderbar. Und sie verpassen jetzt wirklich nichts, denn dieses Pendel wird exakt so lange unterwegs sein, wie wir wieder hier für Sie live kommentieren. Den Weltrekordversuch vom Domide 99. Also bis gleich. Sehnsucht nach dir. Ich auch. Aber du kommst ja erst morgen. Ich sehe jetzt eiskalt deine Lieblingskirschen. Ohne mich? Schön kühl. Mm. Oh, Cherie, eiskalt genießen. Wie schade, dass du nicht da bist, sonst könnten wir mit Kirschen essen? Oh, Cherie, mit der Pierre-Mund-Kirsche. Gut miteinander Kirschen essen. Wartest du gern? Nee, ich auch nicht, aber manche schon. Wer denn? Leute, die ohne ISDN online sind. Sowas gibt's? Ja. Nein. Doch. Noch. Jetzt T-ISDN. Infos 0800 33 07000. Hier draußen sind wir so oft es geht. Wir lieben das echte, ursprüngliche. Beim zünftigen Essen hilft uns Knorrfix für Jägerschnitzel. Das ist neu. Frische Pilze dazu. Einfach lecker. Neu, Knorrfix für Jägerschnitzel. So deftig muss ein Jägerschnitzel schmecken. Knorr, essen gut, alles gut. Ich weiß was, was du nicht weißt. Nee. Doch, wenn du zu Hause ISDN kriegst, dann kannst du deine alte Nummer behalten. Du weißt immer alles. Jetzt T-ISDN. Infos 0800 33 07000. Manche Katzen mögen es besonders sanft. Sanft zu den empfindsamen Pfoten, staubarm zur feinen Nase. Deshalb hat Katzahn Sensitiv als erste Katzenhygiene weiche, abgerundete Körnchen. Neu, Katzahn Sensitiv. Achtung, Achtung, unser Top-Angebot T-ISDN 300. Die Vorteile von ISDN inklusive des supergünstigen Tarifs Aktiv Plus. Jetzt einsteigen. Infos 0800 33 07000. Mit der blauen Phase gegen Fleckenränder. Schafft sogar die Ränder hartnäckiger Flecken. Mit Sealtabs klappt's. Sealtabs auch als Sealgel für Buntes und Feines. Seal nimmt Flecken den Schrecken. MacPack ist back. Jetzt bei McDonald's für nur 6,99 Mark unverbindliche Preisempfehlung. Heute mit Chicken McNuggets. Satt. Und morgen gibt's MacPack Big Mac. Every time a good time. Magic of Freshenet.
Nur bei E+. Time & More 20. Monat für Monat bis zu 20 Freiminuten. Inklusive Grundgebühr für nur 25 Mark im Monat. Und wie viele Freiminuten gibt's dafür beim Wettbewerb? Null. E+. So nah, als wäre man da. Freshenet Cava. Das Original. Traditionell in der Flasche gereift. Sind Sie hier für Beschwerden zuständig? Ja. Na, dann haben Sie ja nicht viel zu tun. TUI, schöne Ferien. Sie haben es sich verdient. Kokosnüsse haben einen großen Vorteil. Sie schmecken nach Kokos. Sie haben aber auch einen Nachteil. Sie schmecken nicht nach Lakritz. Haribo Lakritz-Konfekt schmeckt nach Kokos und nach Lakritz. Tja, Mutter Natur ist halt doch nicht perfekt. Garantiert schöne Ferien gibt es bei der TUI. Jetzt mit Geld-Zurück-Garantie. Sie haben es sich verdient. Heute ist mal eher der Koch. Oh, oh. Bei kleinen Verbrennungen hilft schnell die Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Sie dringt tief ein und hilft, neue Haut von innen aufzubauen. Ende gut, alles Bepanthen hilft der Haut, sich selbst zu heilen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ist nicht aufzuhalten. Der neue Renault Scenic. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Live zurück beim Domino Day und wir kommen ganz, ganz knapp zu dem Augenblick zurück, an dem das Pendel jetzt den entscheidenden weiterführenden Stein anstoßen soll. Und da ist er. Und damit sind wir unterwegs zum Riesenrad und der Jubel natürlich hier ganz, ganz groß. Noch 2,2 Millionen und ein paar gequetschte, dann hätten wir es ja fast geschafft, 2,5 Millionen Steine umzuschmeißen. Aber man weiß das nicht so ganz genau. Vielleicht liegt in dem einen oder anderen Feld doch noch der eine oder andere Stein nicht. Das werden wir nachher ja noch genau untersuchen. Aber wir sind jetzt unterwegs nach Österreich. Da freuen wir uns natürlich besonders drauf. Wir RTLer umzingelt von Österreichern freuen uns natürlich da ganz besonders drüber, dass auch Österreich hier eine Rolle spielt. Und zwar heute Abend. Ja, es kommt noch einige schöne Dinge, zum Beispiel der Opernball. Der Uli hat den Frack schon gebügelt hier liegen. Er will gleich mit Ihnen Walzer tanzen. Freuen Sie sich da drauf. Freuen Sie sich besser nicht drauf. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim Prater. Das erkennt man. 13.707 Steine. In Wirklichkeit ist der Prater in Wien 64,75 Meter hoch. Und die Gondeln, Sie sehen es, die füllen sich jetzt. Da passen jeweils 15 Leute rein. 15 Gondeln hat der Prater. Ein herrliches Riesenrad. Es gibt in Europa so in etwa 35. Aber natürlich ist der Wiener Prater und dieses Riesenrad ein ganz besonderes. Und da liegt alles, was zu liegen hat, 13.707 Steine mehr auf dem Weg zum Weltrekord. Dieses Riesenrad, das auf dem Pratergelände steht in Wien, ist mit Sicherheit noch das, was die meisten Emotionen auslöst. Der dritte Mann, wir erinnern uns da, der Uli zittert diese Musik gerne mit. Immer noch mehr Emotionen als das ja momentan ja spektakulärste Riesenrad, das gerade zum Millennium in London gebaut wurde. Wir sind schon weiter. Uns ist lieber, dass diese Smileys eben in den Gondeln sind, als wenn die Gondeln Trauer tragen. Jetzt kommen wir in ein Feld hinein, das zeigen soll, wie ein Haus zusammenfällt. Das Haus soll zusammenfallen und die Dominosteine laufen einfach weiter durch. Die kommen hinten rein und vorne wieder raus. Und der Dominosteinfluss soll nicht unterbrochen werden, auch dadurch nicht, dass das Haus zusammenbricht. Die klettern das Dach und jetzt müsste das Haus zusammenstoßen. Oh, da gibt es ein Problem. Erstmals gibt es ein Problem. Denn hier sollte eigentlich jetzt das Haus wirklich in sich zusammenbrechen. Und dann sollten unten die roten Steine, die Sie sehen, aus dem Haus wieder rauslaufen. Und das hat aber nicht geklappt. Das heißt, über die Aorta, über die Rettungslinie ist jetzt die weitere Folge der Dominosteine ausgelöst worden. Es sind hier Steine stehen geblieben. Da ist was schiefgelaufen. Sie sehen es.
Die Dominosteine klettern zum Dach auf und es gab dann, wir haben es leider nicht mehr ganz genau sehen können jetzt, gab es keine weitere Kettenreaktion. Wir geben weiter Vollgas, wir kommen in die Formel 1. Genau, denn alle Lampen sind rot und das heißt Start zur Formel 1. Und das ist ein Ferrari, der da jetzt unterwegs ist. Mein Kollege Heiko Wasser würde sagen, Mensch, ist wieder ordentlich Verkehr auf der Strecke hier. 118 Sekunden lang werden diese Steine fallen. Ein herrliches Bild. Und was das Schöne ist, vier Reifen sind dran. Sie können es doch, zumindest vier. Auf unserem Domino-Parcours. Oh ja, dann haben wir dann nochmal die ganzen Referenztoleranz und sonstige Bereiche abgemessen. War das alles soweit okay, Uli, als du in der Boxengasse warst? Alles genau in der Toleranz. Nicht, dass dann wieder ein Protest eingelegt wird. Also ich glaube, man muss das mal sagen. Wie viele Menschen schauen sich pro Jahr weltweit die Formel 1 an? Über 50 Milliarden Menschen haben das getan. Und bei RTL Sonntag für Sonntag etwa 10 Millionen. Hier sehen wir es nochmal, diese raffinierte Klapptechnik. Also das ist dieser Drehtüreffekt, der dafür sorgt, dass... Das ist aber ein McLaren, der da läuft. Das Geräusch ist kein Ferrari. Das wollen wir uns gerade mal ganz, ganz in Ruhe an. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Sie sehen hier den Ferrari-Fahrer noch im alten Helm, noch nicht mit der neuen Mütze, der teuersten Mütze der Welt, die Schumi ja in der nächsten Saison tragen wird. Linda strahlt auch schon. Sie ist glücklich. So, das ist ein Objekt, das doch so seine Zeit braucht. Und das waren dann wiederum 19.816 Steine. Aber das Ganze, wir müssen das immer so deutlich sagen, ohne Gewehr. Es wird nachgezählt. Man kann das nicht so ganz genau sehen von hier aus, ob nicht vielleicht an der einen oder anderen Ecke was stehen bleibt. Hier, das sieht natürlich alles sehr, sehr easy aus. Da fällt wirklich, ich glaube, jeder Stein und auch die Reifen werden nochmal ausgefüllt jetzt mit Dominosteinen. Wenn dieses Feld fällt, dann werden wahrscheinlich in Maranello die Glocken läuten. Denn jetzt in diesem Augenblick ist der Ferrari vollendet und wir tanzen hinüber ins nächste Feld. Irland wird uns wieder beschäftigen. Achten Sie darauf. Die Dominosteine werden mit Schwarzlicht bestrahlt. An der Seite gibt es Klebestreifen und achten Sie auf den Sound jetzt hier. Riverdance ist das Motiv und Kastagnetten werden ausgelöst. Sie hören die? Nicht alle werden ausgelöst. Oh, die lange Stab war wieder eine. Sie haben es gehört. Riverdance, 1994 von Michael Flatley, John Butler und Moa Dorothy gegründet. 7 Minuten damals nur der Auftritt beim internationalen Songfestival in Dublin. Und dann ging das Ding inzwischen ja in verschiedenen Versionen um die Welt als abendfüllende Megashow. 10.894 Steine. Und wir wollen gleich das Bild eines Flusses sehen, in dem tanzende Fußabdrücke sind. Sie sehen es. Fußabdrücke darin und was ganz witzig gleich werden könnte, wenn wir dorthin kommen, das sind Schuhe, die mit uns tanzen sollen, hinein in den Domino-Rekord. Da ganz am Ende, da sehen Sie sie. Sehen, ja? Seien Sie vorsichtig, Man wenn Sie Nikolaus dieses so Jahr die Schuhe rausstellt, das können die sein. Da explodieren Sie die Schuhe. Uli hat den ganzen Nachmittag diese Schuhe geputzt und das kann der. Das kann er. Wenigstens das. So, und jetzt werden wir noch einmal sehen, wie die Kastagnetten hier auch in Schwung gebracht worden sind durch die Dominosteine. Die lösen wirklich alles aus und ein Schuhfeuerwerk. Fantastisch. Ich sag's ja, Markenschuhe, so günstig. Gut, wir werden jetzt weitermachen, indem wir nämlich nach Frankreich gehen und von dort aus nach England. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Wir tauchen ein in einen Tunnel mit 13.658 Steinen in den Eurotunnel. Übrigens, da gab es einen gewissen Herrn, der immer eine kalte Hand hatte, die hat an der Brust gewärmt. Napoleon nannte sich dieser Mann. Der wollte vor 200 Jahren schon einen Tunnel zwischen England und Frankreich bauen. Er hat es dann nicht mehr ganz hinbekommen, aber in diesem Jahrhundert hat es dann geklappt. Jede Stunde 4 Züge, 24 Stunden am Tag. Und wir wollen jetzt einen Zug sehen, der in den Tunnel eintaucht. Und wenn wir Glück haben, hören wir ihn sogar. Man hört ihn. Und wir sind bei der Fußball-Europameisterschaft 2000, die ja in den Niederlanden und in Belgien stattfinden. Und das Stadion hier in Südladen, das ist ausverkauft und die Aula, sie zeugt von einer fantastischen Stimmung hier. Und in wenigen Augenblicken wird dann das Spiel zwischen Deutschland und dem Gastgeber Holland beginnen. Wir sind sehr gespannt, ob die verjüngte deutsche Mannschaft in der Lage ist, den Holländern Paroli zu bieten. Aber jetzt gibt es ein Problem, nämlich da bleiben ein paar tausend Steine
stehen auf der linken Seite, aber rechts geht die Laola Gott sei Dank weiter. Die junge Dame hat offensichtlich daran mitgewirkt. Das kann immer wieder passieren. Das sind die Momente, die hier den Domino-Bauern den Schrecken in die Glieder versetzt. Aber ja, es läuft doch einigermaßen rund weiter. Also jetzt muss gleich irgendwann der Anstoß erfolgen, nämlich wenn alle Steine umgefallen sind, wenn alle Zuschauer umgefallen sind sozusagen. Das wollte man natürlich von zwei Seiten erreichen, eine doppelte Sicherheit. Jetzt kommt nur noch eine Seite. Und jetzt der Anstoß, jetzt kommt der Ball, der Ball, er kommt nicht. Um Himmels Willen, Deutschland gegen Holland fällt aus. Der Ball, Sie sehen ihn, er bleibt in der Liegestange, ja. Bleibt liegen, das Projekt wird nicht ausgelöst. 0:0 heißt das auch. Nicht sehen. Ach schade, da hatte ich mich so drauf gefreut, weil es war alles vorprogrammiert. Sehen Sie es hier auf dem Feld, da hätten die Dominosteine dann als Spieler agiert. Und jetzt ist es soweit, dass unsere Hauptschlagader natürlich dafür sorgen muss, dass unser nächstes Feld wieder angestoßen werden kann, und das heißt sportliche Leute. Aber jetzt wird es doch ein bisschen spannend. Es sind da, ich weiß nicht, wie viele tausend Steine stehen geblieben. Das werden wir nachher natürlich alles nachzählen. 10.829 wären es insgesamt gewesen, aber ich meine, die meisten Steine auf der Tribüne, auf der linken Seite sind stehen geblieben und auf dem Feld, wenn man das zusammenrechnet. Also ich schätze mal, etwa 5.000 Steine mindestens wären da stehen geblieben sein, und vor allen Dingen haben wir das Spiel nicht gesehen, und das macht den Uli fertig, der freut sich seit Tagen auf dieses Spiel. Ja, weil es wäre 1:0 für Deutschland ausgegangen, das ist das Schöne daran. Ja, wahrscheinlich jedenfalls. So, wir nähern uns aber den sportlichen Leuten, da wird jetzt gleich wieder der Kontakt ausgelöst werden, dass wir dieses Objekt, unser 14. im Übrigen, mit 29.771 Steine sehen können. Ein Objekt, das sehr schwierig war. Es ist nämlich viermal umgefallen. Viermal 29.771 Steine wieder neu aufbauen. Wenn es jetzt einmal umfallen würde, wird uns das sehr reichen. Und es wäre schön, wenn dieses Feld umfallen würde. Auch ein Feld, das wieder beklebt ist mit Fotoelementen. Und da ist das Problem, wenn so ein Feld einmal umgefallen ist, dann ist das eine saumäßige Arbeit, das wieder aufzubauen. Das ist wie ein großes Puzzle. Genau. Und da ist die Fototechnik. Und hier funktioniert es wunderbar. In 50 Sekunden wird das alles umgefallen sein. 29.771 Steine näher dran am Weltrekord mit den sportlichen Leuten. Und wir haben ihn gerade gesehen, unseren Magier. Und wenn diese Linie jetzt richtig weiterläuft, dann kommen wir zum Projekt Hokus Pokus. Und das ist wirklich was für dich, Wolfram. Das wird nicht nur Hans Klock, der Mann mit dem ruhigen Finger am goldenen Stein, am Stein des Anstoßes, am ersten Stein des Domino Days 99 gefallen, sondern sicherlich auch Ihnen. Die Zauberei, die Magie, Hokus Pokus mit verschiedenen schönen Motiven. Ich möchte Sie jetzt schon warnen, es könnte gefährlich, wenn eine Jungfrau soll zersägt werden. Ulrich Potowski hat diese Jungfrau selbst organisiert in diese Halle gebracht. Hier sehen Sie einen Zauberstab. Und zunächst mal den Schriftzug Hokus Pokus. Ganz interessant, auf einem Stück Papier, das 1823 in einer ägyptischen Grabkammer gefunden wurde, wurde der erste von überlieferte Zaubertrick. Wurde. Das ist an dieser Stelle sehr erwähnenswert. Das muss ich sagen. So, und hier das Feuerwerk. Da war der erste Zaubertrick drauf. Ein Kaninchen wird da auf einem aber Zylinder ein paar und jetzt stehen. Kommen wir zum Zersägen der Jungfrau. Hoffentlich klappt das. Herrlich. Die junge Dame hat gelitten, wir leiden mit ihr. Dieser erste Trick, der damals gefunden wurde, war ein Zaubertrick, der war vor 5000 Jahren am Hofe eines Pharao, des Pharao Khufu, aufgeführt worden. In dieser Tradition stehen Hans Klock, David Copperfield und der große Magier des Wortes, Ulrich Potowski. Wolfram, ich bin tief beeindruckt. Aber wir staunen viel mehr über die Dominosteine. 14.862 an diesem magischen Feld, am Feld Hokus Pokus, das offenbar anders als das Feld im Fußballstadion komplett befallen ist. Klasse, wie das Hochkapper katapultiert wurde, dieses eine Dominosteinchen. Das war ja auch eine dieser besonderen Techniken. Hier haben wir aber nochmal den Zauberstab, wie er explodiert ist, auch ausgelöst durch einen Dominostein, der da anstieß. So, und auf der Jungfrau sehen Sie, das sind ganz große Steine, das sind wieder Videokassetten, mit denen man sich da geholfen hat. Und wieder diese Drehmechanismen, die dafür sorgen, dass die Dominosteine direkt die Richtung wechseln können. Auch hier mit Pinzetten gearbeitet, auch hier mit ganz, ganz ruhiger Hand an diesem Projekt gearbeitet. Osole mio. Es gibt was zu essen. Es gibt was zu essen. Endlich. Noch 1.994.733 Steine. Zeit, dass wir Ihnen was Leckeres servieren. Und das machen wir in Italien. Spaghetti gibt es. Die kommen ja ursprünglich, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aus dem Nahen Osten.
Und Nomadenstämme kamen dann 1700 etwa bis 1100 vor Christus auf die Idee, lange Fäden von getrocknetem Teich auf ihren Wanderungen mitzunehmen. Da hatten sie immer was zu futtern dabei. Die ersten, die insgesamt so im Teichwarenbereich führend waren, waren übrigens die Chinesen. Die haben damals schon ordentliche Pasta gemacht, aber heute sind die Italiener die Pasta-Könige weltweit. Und wir werden mal sehen, ob das ins Auge geht, denn unter diesen Spaghetti liegt ein großes Gesicht und die Augen werden gleich mit Ketchup aufgefüllt werden, wenn die Dominosteine diese Flaschen auslösen. Gänsehautgefühl bei einer wunderbaren Musik. Wie weit? Ja. Das war der Ketchup. Sehr romantisch. Also rechts ist schon mal ins Auge gegangen, links sehe ich es noch nicht fließen. Da sehen Sie es, mit einer Mausefalle. Das sind doch Leckerchen. Dann wird es auch rot. 5783 Spaghetti-Steinchen fallen hier. Und wir sind unterwegs nach Belgien. Da wird die belgische Fahne hochgezogen. Und 20.216 Steine sollen hier fallen. Diamanten, Antwerpen, das ist unser Thema. Die alten Griechen hielten Diamanten für die Tränen der Götter. Die Römer hielten sie für Sternensplitter. Männer halten sie für zu teuer. Und hören Sie mal, welche Effekte da ausgelöst werden. Triangelklänge sind live im Feld zu hören. Oder ist es das gewaltige Diamantenkollier, das Ulrich Potofsky für diesen Festtag extra angelegt hat? Oder ist es dein Weinen, weil du Angela etwas schenken musstest? Diamonds are the girl's best friends. Uli, wenn ich das aber nicht sagen könnte. Du kannst es sagen, es ist gar kein Problem. Sag es ruhig nochmal. 95 Sekunden ist die Fallzeit für dieses Feld, da waren sie, die Triangelklängel aus Antwerpen. In Antwerpen gibt es noch 1500 Betriebe, die Diamanten je nach ihrer Karatzahl, ihrer Färbung und Klarheit auswählen und verarbeiten. Und die 4C, die wir im Feld gesehen haben, die stehen für Farbe, Klarheit, Karat, Verarbeitung, Schnitt. Diese 4C in Englisch dann Color, Clarity, Carat und Cut, aber das wissen Sie, weil Sie wahrscheinlich morgen wieder einmal wie jeden Samstag zu dem Juwelier Ihres Vertrauens gehen und das ein oder andere teure Stück aus dem Tresor räumen. So, die Aorta, Sie sehen es, die läuft auch hier fleißig mit. Das ist ja unsere Sicherheit, damit wir überhaupt im Rennen bleiben. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Aber hätten wir die Aorta eben am Fußballstadion nicht gehabt? Dann hätten wir ein Problem. Jetzt sind wir aber in der Küche angekommen. Die Küchengeschichte wird hier dargestellt. Sie sehen es über die Spülmaschine, über die Mikrowelle, über einen modernen und einen alten Kühlschrank. Also auch das hier ist mit Fototechnik übrigens gemacht. Ein Feld, das 13.663 Dominosteine umfasst. Und jetzt kommt der Sponsor. Meine Lieblingsküchenmarke. Die gibt es nur in Holland, deswegen können wir das sagen. Der Uli fährt morgen mit einem Lieferwagen dieser Firma nach Hause. Er hat sich dort endlich eine Spülmaschine bestellt. Und mit diesem kleinen Hinweis hat er sie auch verdient. Es wird blau. Wir machen ein bisschen blau. Es geht um Wasser. Ich sprach Wasser werde Wein. Doch das Wasser ließ es sein. Da war auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Was uns hier klar werden soll, ist, dass es um umweltfreundliche Energie geht. Mit 22.195 Steinen gehen hier die Lämpchen an. 48 Glühlampen hat man hier in den Parcours gebracht und die gehen alle an. Da geht den Domino-Bauern ein Licht auf. Ja, 20% der verbrauchten Energie auf dieser Erde wird übrigens aus Wasserkraft gewonnen. 68 Sekunden dauert dieses Projekt. Und irgendwie sind wir von der Talsperre direkt nach Frankreich gekommen, in die Stadt der Liebeburg. Da sehen wir die Symbolik in der Stadt. An Franzosen sollen wir sehen die Bastille, Notre Dame, den Eiffelturm, die Seine, Sacré-Cœur, den Louvre und Arc de Triomphe. Und am Ende soll die Tricolore stehen. Vive la France, und in der Mitte Grand Arche
der ganz große Bogen, der ja in der großen Achse von Paris steht, in La Défense. Vor 30 Jahren hat man das Ganze geplant, zum Ziel Paris eigentlich vor weiteren Wolkenkratzern zu bewahren. Das sollte so ein Maßstab sein, bis dahin und nicht weiter. Präsident Mitterrand hat sich damals sehr stark für diesen großen Bogen eingesetzt. Da vorne sehen Sie Notre Dame im Bild, die Seine. Sacré-Cœur. Das ist der Triumph. Und jetzt fahren wir hoch mit dem Dominostein. Da kommt sie runter. Die französische Flagge, die Tricolore aus der Vendange. Dieses Projekt perfektement. An der Stelle wollte Uli mit mir eigentlich Champs-Élysées. Wunderbar, wir sind bei der Entwicklung des Fernsehens und Sie haben es gesehen, 24.752 Steine. Und so fing das ja mal an, so kennen wir Älteren das, Wolfram. Ulrich, da warst du schon dabei, glaube ich. Ja, natürlich war ich dabei, als der Fernseher noch schwarz-weiß war, als das noch alles sehr viel gemütlicher war. Aber die Entwicklung des Fernsehens wird hier dargestellt, also vom Schwarz-Weiß-Fernseher gehen wir dann zum PAL-System. Farbe kam 1967 nach Deutschland, ich weiß das noch. Willy Brandt drückte den Knopf, ich saß zu Hause vor dem Fernseher und wunderte mich, dass es nicht farbig wurde, weil wir hatten natürlich in Gelsenkirchen-Schalke nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Hast du nicht damals die persönliche Fernbedienung deines Vaters? Es gab auch Fußtritt, keine Fernbedienung. Ich dachte, du wärst die Fernbedienung gewesen und hast dann auf Fußtritt funktioniert. Nein, ich habe auf sowas nie reagiert, Wolfram. Deshalb sitze ich ja jetzt auch hier mit dir zusammen. So, und es ging ja dann auch weiter. Das digitale Fernsehen kam, HDTV, das sind High-Definition-Fernsehgeschichten. Also das Fernsehen hat schon eine ganz interessante Entwicklung genommen. Und heute das Highlight des deutschen Fernsehens, des europäischen Fernsehens. Wir sind ja live in Belgien, in den Niederlanden und in Deutschland mit dem Domino Day 99. Achtung, ein ganz besonders schöner Trick. Und jetzt geht's weiter, nämlich nach unten wieder. Und ein Testbild, das sieht man ja kaum noch im Fernsehen. Eigentlich schade, ne? Da laufen ja dann nachts die wunderbaren Wiederholungen oder Ulrich Lieblingsreklamen. Kamine zeigen sie und ich weiß nicht was. Aber früher war das schön. So, und jetzt nach oben und hier ein digitaler Trick. Na? Hey, was ist los? Da, in Zeitlupe fallen sie. Also wir wollen sie nicht beschummeln. Das ist aufgezeichnet gewesen. Ein sensationell schöner Gag. Und hinten, da war dann nochmal ein Domino-Steinchen für zuständig. Aber die Steine liefen real, das muss man sagen, ja, natürlich, hinter diesem Monitor weiter. Hier wollte man ein bisschen zeigen, dass die Elektronik hier eine Illusion schaffen kann. Hinter diesem Monitor, wir können es vielleicht hier so ein bisschen von der Seite sehen, es ist zu weit weg, da liefen die Steine real weiter. 1,8 Millionen Steine müssen noch fallen bis zum Rekord. Und wir sind bei der Nationalen Postlotterie hier in den Niederlanden. Die macht eine ganze Menge Gutes, das kann man ruhig mal sagen, von dem Geld, was da von den Zockern eingenommen wird, werden sehr viele verschiedene nützliche Projekte für Mensch und Natur weltweit unterstützt. Wasserpumpen in Kenia stellen die zum Beispiel auf. Das darf man nicht vergessen, jeder Minute sterben in der Welt 6 Kinder nur an Krankheiten, die mit Wasserproblemen zusammenhängen. Und dagegen kann man was tun und dagegen muss man vor allen Dingen was tun. Und die hier von der Postcode-Lotterie in Holland, die tun was dagegen. Und das finde ich gut. Das ist die eine Methode, die eine Variante. Aber der Wolfram ist ja auch immer dabei, wenn Gutes getan wird. Demnächst wieder bei RTL, das können wir an dieser Stelle ja ruhig sagen. Wolfram, wann ist es wieder soweit? Am 24. und 25. November bei RTL, der große Spendenmarathon. Uli, vielen Dank für den charmanten Hinweis. Übrigens, das kann ich Ihnen jetzt schon exklusiv sagen, was ganz Besonderes gibt es dann auch vom Domino Day wieder zu ersteigern, nämlich den ersten, den goldenen Stein, den Sie eben bei Linda und Hans Klock gesehen haben, den ersten Stein dieses Weltrekordversuches, muss man jetzt noch sagen, den werden wir dann für Kinder, die unsere Hilfe brauchen, versteigern und den können Sie am 24. und 25. November, also in zweieinhalb Wochen bei RTL hier wieder rund um die Uhr erleben. So, das war gerade der Hauptpreis, der kurz zu sehen war. Und hier in dieser herrlichen Super Slow-Mo sieht man, wie perfekt diese Steine umfallen. Und da kann man auch erkennen, wie sie beklebt sind, wie da mit Fototechniken zum Teil gearbeitet wurde. Also das ist wirklich eine grandiose Arbeit, die unsere Domino-Bauer hier geleistet haben. So, das waren wieder 40.312 Steine, die umgefallen sind. Und wir nähern uns so langsam aber sicher wieder dem Pendel. Sie wissen, was das bedeutet. Wir werden eine Unterbrechung haben und Sie verpassen nichts hier. Wir können Ihnen versprechen, dass noch sensationelle Objekte kommen. Jetzt wird unser Pendel wieder in Bewegung gesetzt
Und wenn wir gleich wieder da sind, dann kommen unsere kleinen Zuschauer zu ihrem Recht, denn dann geht es um den Tag des Kindes sozusagen. Gleich mit schönen bunten Bildern sind wir wieder hier in den Niederlanden. Neulich vor der Apotheke. Heute will ich ihn aber fragen. Nee, du hast das, war schon. Na gut, dann pack ich. Guten Tag, wir hätten gerne was von Ratiopharm. Ratiopharm. Nutzen Sie Deutschlands großes Arzneimittelsortiment. Ratiopharm, gute Preise. Gute Besserung. Fühlt sich Ihr Haar eingesperrt? Befreien Sie es von täglichen Belastungen. Mit dem Shampoo von Nivea Hair Care. Für die schönsten Wohlfühlhaare. Ihr Haar fühlt sich glänzend. Mit dem Shampoo von Nivea Hair Care. Stellen Sie in der Apotheke immer die Frage, die meistens weniger kostet. Gibt es auch was von Ratiopharm? Nutzen Sie Deutschlands großes Arzneimittelsortiment. Ratiopharm, gute Preise, gute Besserung. Und? Was gibt's Neues? Ich habe mir einen neuen Wagen gekauft. Mit Seitenairbags, Navigationssystem. 12 Jahre Garantie gegen Durchrost. TDI-Motor mit niedrigem Verbrauch. Und natürlich ABS. Der neue Polo. Spitzenkaffee. Nichts in ihrem Leben ändert sich. Nur der Strompreis. Avanza, Markenstrom von RWE Energie und ihren Partnern. Suppe. Nein, Suppenmahlzeit. Was denn nun, Suppe oder Mahlzeit? Mahlzeit von Maggi. Da ist alles drin, was gut ist und satt macht. Suppenmahlzeit von Maggi. Eine komplette Mahlzeit. Unvergesslich gut. Avanza. Günstiger Preis. Kurze Laufzeiten. Einfacher Wechsel. Jetzt informieren. 0180 123 4000. Hallo Georg, Schatz. Nein, nicht so schlimm. Ich komme schon klar. Ich muss jetzt aufhören. Die Masseurin kommt gerade rein. Tschüss. Tchibo Magazin. Hier sind die Geschenke. Luxus für Sie. Jetzt heißt es wieder jede Woche Tchibo Magazin. Hier sind die Geschenke. Ein Mann trifft sie, das reine Glück. Sie sieht ihn an, er schaut zurück. Bevor die beiden jedoch vollends betört, sein Auto auch schon das Glück zerstört. Citroën sorgt für ihr Glück. Beim Kauf eines Citroën Xara oder eines Citroën Xantia gibt's bis zu 5000 Mark für ihren Gebrauchten. Nichts.
bewegt sie wie ein Citroën. Es gibt Cerealienriegel, die sind staubtrocken. Und andere sind zäh wie Gummi. Kinder Country ist da ganz anders. Hier sind die Frühstückscerealien in einer leckeren Milchcreme und bleiben dabei knusprig. Da denkst du, dass die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen sind. Kinder Country, da stecken die Cerealien eben in der Milchfüllung. Strom von Elektra direkt heißt Strom schon für 1 Mark pro Tag. Rufen Sie jetzt an. 0180 5 4000. Strom schon für 1 Mark pro Tag. Elektra direkt. Krombacher. Ein Pilz, kostbar wie seine Natur. Frisch und rein, wie das Felsquellwasser, mit dem es gebraut wird. Krombacher, eine Perle der Natur. Sie? Hola Juan! Hier ist Peter von Frohe! Ja, Peter! Die Leute in Deutschland lieben dein Paella-Rezept! Wegen der vielen frischen Gambas! Como aquí en España también, tengo mucho trabajo! Ich ruf dich zurück! Adios, amigo! Completino! Die Paella. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Live zurück in Südlaren in Holland, der Prinz-Werner-Halle. Und es müsste in diesem Augenblick, ja, wieder die größte Kettenreaktion der Welt in Gang gesetzt werden. Also ich bin von diesen Pendeln total beeindruckt, dass sie das sekundengenau timen können. Jeden Tag wurde es nachgemessen, denn durch die Wärme in der Halle hat sich der lange Faden verzogen. Jetzt kommen wir, weil das so gut geklappt hat, in das nächste Projekt hinein. 12.720 Steine zeigen uns den Tag der Rechte des Kindes. Am 20.11. ist er übrigens. Der Tag der Rechte des Kindes geht zurück eigentlich auf eine Überlegung von einer sehr, sehr cleveren Dame, von Madame Jebb, Gründerin von Save the Children England. Das war 1919 schon. Sie hat die Rechte der Kinder, die Sie da im Hintergrund so ein bisschen spielen hören, beschrieben, hat gesagt, jedes Kind hat das Recht auf Schutz, Sicherheit, Ernährung, Fürsorge, Schulbildung, medizinische Versorgung, Entspannung, Freiheit, Respekt und eine eigene Meinung. Das sieht hier ein bisschen im Sandkasten drin. Nicht jedes Kind auf der Welt hat natürlich all diese Rechte, nicht die Freude, mit einem solchen Bär zu spielen. Nicht die Freude, Sicherheit, Ernährung, Fürsorge genießen zu können. 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen das Abkommen über die Rechte des Kindes. Inzwischen haben fast alle Nationen dieses Abkommen unterzeichnet. Ein Abkommen, das 45 Artikel umfasst, leider in vielen Ländern nur auf dem Papier Realität. Am 20.11. können wieder viele zeigen, dass es doch ein bisschen mehr damit auf sich hat. Und wir sind schon im 26. Projekt. 46.667 Steine unter dem Motto, der Jugend gehört die Zukunft. Die hat man in Holland für Kinder in Moskau gesammelt. In Moskau leben 3.000 bis 4.000 Kinder auf der Straße. Dort wird ein Wohnheim gebaut für 600 obdachlose Kinder. All das hat die nationale Postcode-Lotterie zusammengebracht. Und ich finde, das ist eine gute Sache und Anerkennung und Respekt für unsere Nachbarn in den Niederlanden. Und natürlich für die Bauer, die dieses Motiv aufgebaut haben. Auch hier ein Fotomotiv. Sie wissen, was das heißt. Wenn es umfällt, verdammt viel Arbeit, das wieder hinzukriegen. So, und jetzt sind wir beim Danksagen. Und das sind 17.114 Steine, die hier umfallen sollen. Also die verschiedenen Projekte, mit denen die Kinder unterstützt wurden, werden hier noch einmal kurz aufgezeigt. Und dieses Feld soll in 50 Sekunden fallen. Und da ist man jetzt. Und es geht heute wirklich wie am Schnürchen. Da sind nochmal die einzelnen Hilfsaktionen aufgeführt. Da war übrigens auch die Friedensnobelpreisträger des Jahres 99, Ärzte ohne Grenzen. Auch eine Organisation, die von der Postcode-Lotterie unterstützt wird. 17.114 Steine sollen hier fallen und ich bin noch nicht jetzt so ganz wieder nach oben. Das wird gleich wieder ganz spannend. Alles vom Schnürchen weiterläuft. Jetzt soll es nach oben gehen und es funktioniert. Da sind noch ein paar kritische Minen. Der in der Mitte, das ist Uwe, der Mann mit dem Schnäuzer, ein Mann aus Deutschland, der mitgebaut hat. Das ist ein Realist, der weiß, es kann noch einiges in die Hose gehen, denn noch haben wir den Rekord noch lange nicht hier in der Tasche, auch wenn das hier perfekt, Sie sehen es in der Slow Motion, in der Wiederholung,
perfekt klappt und dieses Motiv vollendet. Luxemburg wird jetzt genannt werden und Luxemburg steht so ein bisschen für Satelliten, denn von Luxemburg aus werden die Astra-Satelliten betrieben. Es gibt übrigens schon 200 Satelliten im Weltraum, die für Unterhaltung sorgen. Und wir bleiben also ein bisschen im Bild hier sozusagen. Der Mann sitzt in der Badehose vor dem Fernseher und er glaubt, er sei wirklich auf der Insel. Das werden Sie nachher sehen können. Also so realistisch kann Fernsehen sein, auch dank Satellitentechnik. Hören Sie mal, da wird was übertragen. Auch ein ganz schwieriger Effekt. Und auf der anderen Seite werden dann die Dominosteine wieder angeschoben. Wir hoffen, dass dieses kleine Objekt dann nicht aus der Bahn geworfen wird. Dann haben wir eine Satellitenstörung. Hat alles wunderbar geklappt und unten hat das Steinchen auch richtig getroffen. Und Sie sehen es, da kommt er gleich, unser Mann in der Badehose. Und darauf kann man dann auch schon mal ein Glas Limo trinken, nicht? Das ist in Ordnung. So. Und schon geht es weiter im rasanten Tempo. Hier sehen wir nochmal unseren kleinen Satelliten. Natürlich auch ein Dominostein. Wenn man genauer hinschaut, sieht man es ja, der sich um die eigene Achse dreht. Und gleich wird er darin ein Kügelchen auslösen. Das ist nach unten gefallen und dann ging es weiter. So, und hier werden Energie. Windräder ausgelöst. Hier geht es nochmal um die Förderung saubere Energieform mit 15.920 Steinen. Am 29. von 50 Projekten wird hier dargestellt, wie sauber man Energie auslösen kann. Und wenn Sie diesen Schriftzug sehen, Avanza, dann wissen Sie, dass auch Sie hier heute Abend zu den Gewinnern gehören können. 25.000 Mark sind ja im Topf. 25.000 Mark, das steht für 2,5 Millionen Dominosteine mal ein Pfennig. Die können Sie gewinnen, wenn Sie jetzt noch anrufen. Sie haben ja noch ein paar Minuten Zeit bis 22 Uhr, also noch 10 Minuten sind die Leitungen offen unter 0190 5 11 999, nochmal 0190 5 11 99 und noch eine 9, dann können Sie noch dabei sein beim Gewinnspiel. Noch 1,5 Millionen Steine stehen, das heißt, wir sind jetzt etwa bei einer Million gefallenen Steinen, noch lange nicht beim Rekord, Uli. Wir haben auch noch ein sensationelles Feld ganz am Ende. Da fallen 700.000 Steine auf einmal. Hier wird nochmal die Telefonnummer eingeblendet, also wenn Sie mitspielen wollen. Bis 22 Uhr geht's noch. 511 999, tippen Sie jetzt mit. Zu diesem Feld wollten wir auch noch etwas erzählen. Hier geht es nämlich um Tesafilm als ja, Datenträger, Wolfram. Ganz interessante Entwicklung. Eigentlich zufällig mitbekommen haben, dass die Forscher an der Uni Mannheim, die haben nach einer neuen Möglichkeit gesucht, Informationen zu speichern. CD-ROMs kannte man schon, die normalen Computer, Festplatten, das kannte man auch schon alles. Aber hier wird mit 10.231 Steinen gezeigt, dass man auf einer ganz, ganz normalen Rolle Tesafilm auch tatsächlich so viel Informationen wie von etwa 7.000 Disketten oder auch 16 CDs speichern konnte. Man kann sie allerdings nicht löschen oder nicht überschreiben. Aber dass man es überhaupt da drauf kriegt, finde ich, der am Computer nicht unbedingt der allerstärkste ist. Aber mit Tesafilm kann er umgehen. Am Tesafilm bin ich ganz, ganz stark. So, und jetzt geht's. Hören Sie mal, hier unsere Erbauer, die geraten in eine Hochstimmung. Wir kommen zum 31. Projekt, 20.700 Steine und mein Thema, wirklich mein Thema wird angesprochen, Mode in Italien. Uli, hat da einer seiner Freundinnen, auch so sehen Sie in der Mitte gleich nochmal nachbilden lassen, da ist sie schon und ich war mit dieser Frau sehr, sehr glücklich, das war so zwischen 1956 und 58. Genau, richtig, dass du dich erinnern kannst. Es ist leicht zu sehen, wie auch die Fotoapparate ausgelöst werden, ein Blitzlichtgewitter wird, da sehen Sie es am Rand, wird über die Models herniedergehen, so wie sich das gehört. Catwalk. Ganz süß gemacht. Das finde ich ganz süß gemacht. Die Mädels über den Catwalk schweben. Du hast ja auch immer mit Mannequins viel zu tun gehabt, auch privat, glaube ich. Können wir offen drüber reden an dieser Stelle? Ich war einige Zeit Ticketabreißer draußen bei den Modeshows, aber letztendlich rein durfte ich nie. Einmal habe ich es versucht mit einer Uli Potowski-Maske, da war es möglich. Sonst habe ich auch bei Moda Italia keine Chance. Sehen Sie, wie diese Mädels hier über den Catwalk schweben. Hinreißen. Hinreißen, was für ein Wort, dass du das so schön verwenden kannst. Prima, also das waren unsere italienischen Freunde, aber wir müssen aufpassen, denn es geht rasant weiter, gleich hinüber noch einmal, ja, ich möchte sagen nach Österreich, nämlich zu einem großen, aber jetzt wird erst noch mal fotografiert, wir sind immer noch auf dem Catwalk.
Wir laufen jetzt mal hinter die Kulissen zurück, das sieht man normalerweise selten. Jetzt sind wir auf dem Weg zu einem ganz besonderen Ereignis, zu einem sportlichen Leckerbissen, den wir Ihnen Gott sei Dank, kann ich sagen, bei RTL ab dem Jahr 2000 live präsentieren können. Nämlich das Skispringen, die Vier-Schanzentournee. Und in der Silvesternacht wird es schon einen Millenniumssprung geben von Dieter Thoma, der springt vom im einen Jahrtausend ins andere. Und haben Sie es gesehen? Es schneit schon. Styropor ist das, was da vom Himmel herunterkommt, angestoßen auch durch einen Dominostein. Und wir werden gleich erleben, wie es einen neuen Wettbewerb geben wird, nämlich so etwas wie ein Parallelspringen. So, die österreichische Flagge ist oben, es muss ja schneien, ist ja gar keine Frage. 19.084 Steine fallen um und gleich wird der Sprung ausgelöst werden. Jetzt geht's hoch zur Schanze, aufgepasst. Einer der absoluten Highlights hier. Sehen Sie wieder hier mit dieser Klapptechnik. Und das bedarf einer gewissen Anfeuerung. Unsere Domino-Erbauer sind natürlich auch entsprechend motiviert und gleich da oben wird dann ein Skispringer ausgelöst werden. Der wird wiederum einen anderen anschubsen und da geht's los, sehen Sie es, da springen Sie, Schanzenrekord, Schanzenrekord. Ich höre schon Tom Bartels, meinen Lieblingsreporter für Skispringen, dieses Rufen, sensationell. Klasse, da liegen Sie, die Schmitz und Hanna Walz als Dominosteinchen. Finde ich eine ganz schöne Anregung, die mal parallel darunter springen zu lassen. Wir arbeiten derzeit intensiv an der Verbreiterung der Schanzen in Garmisch-Partenkirchen, in Innsbruck und überall da, wo wir in Zukunft für Sie an der Schanze sein dürfen. Hier sehen wir es nochmal. Das ist so schön. Die ersten Dominosteine, die jemals über eine Skisprungschanze gegangen sind. Aber in perfekter Haltung, muss man sagen. Sehr schön. Landung. Auch gestanden, auch gestanden. Ja. Jetzt kommen wir, was da kann Uli wenig mit anfangen. Wir nennen es Kunst. Pablo Picasso warum hat soll gesagt, ich damit nichts anfangen können? Pablo Picasso hat ja für dich mal gesagt damals, Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen sage, was Kunst ist. Wenn ich das wüsste, würde ich es für mich behalten. Gott sei Dank hat er die meisten seiner Werke nicht für sich behalten. Pablo Picasso, die Dame mit Hut soll nicht hier dargestellt Hund. Werden. Mit Hut. Ja, ja. Ich suche, ich werden. Finde. Nein, ich suche nicht, ich finde. Das war einer der Leitsätze dieses ganz, ganz großen Spaniers, der die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich verbracht hat. Einer der wohl produktivsten Künstler aller Zeiten. Das erste Wort, das er überhaupt aussprechen konnte, soll das spanische Wort für Bleistift gewesen sein. Picasso ist dann von seinem Vater schon mit 7 Jahren in Zeichenunterricht geschickt worden. Wir sind diesem Vater, dem alten Picasso Senior, dafür sehr, sehr dankbar, sonst hätte Ulrich an seinen Wänden zu Hause sehr viel weniger hängen. Sehr schön, wie du das gesagt hast. Ich bin immer wieder begeistert. Wir sind jetzt beim Thema Brücken, Höhenlinien, Bits and Bytes und ganz am Ende kommen wir dann irgendwie auf Comics. Was für eine Verbindung. Das kann man ganz allgemein sagen, aber das kann man natürlich auch am Ende dann für Belgien sagen. Aber jetzt sind wir erstmal bei diesen Brücken hier. 43.260 Steine werden fallen, hoffentlich. In den Landesfarben weitestgehend von Belgien. Ein paar Weiße sind noch dazwischen. Eine ganz komplizierte Art und Weise, wie das hier zusammengeflochten worden ist. Sieht aber als Effekt natürlich wahnsinnig schön aus. Gleich, ich darf Sie schon mal darauf hinweisen, wenn wir im Comic-Bereich sind. Jetzt fahren wir erstmal durch Bits und Bytes. Das sind die Höhenlinien. Und dann kommen wir zu den Bits und Bytes. Da sind sie. Da sind sie. An diesem Projekt 113.930 Steine. Schöner Effekt und schöne Freude bei den Erbauern. Die sind natürlich jetzt heiß. Sie wissen, sie können es packen. Sie können den Rekord aus dieser Halle mitnehmen. Ein Fabelweltrekord. Aber ich glaube, entscheidend wird wirklich das allerletzte Feld sein. Mit den über 700.000 Steinen. Gleich kommen wir zu den Comics. Das wissen Sie als Comic-Freak natürlich. Lucky Luke, hier sehen Sie ihn. Lucky Luke kommt aus Belgien, nicht aus Amerika. Und hier der Domino Lucky Luke, der fällt schneller als sein Schatten. Sympathische Figur. Asterix hat ja auch Geburtstag vor ein paar Tagen. Vielleicht hat französischer Comic im nächsten Jahr dabei, wenn der Rekord. Ich habe gehört, aus dir wollen sie auch einen Comic machen. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Wir sind jetzt in den Niederlanden nochmal und beim Thema Windmühlen. Und da werden wir noch einmal sehen können, was die Holländer so Tolles gemacht haben. Hier rechts die Unterschriften von den Erbauern, die sich hier schon mal verewigt haben. Völlig zu Recht. Aber ich bin sicher, hier steigt nachher noch eine sensationelle Party. Aber wir sind jetzt erstmal unterwegs zu den Windmühlen in Holland. Das ist unser 38. Projekt mit 23.413 Steinen, die dort fallen sollen. Aber die, die da unterwegs fallen, das sind natürlich auch jede Menge.
Und wir sind wirklich gespannt nachher beim Abrechnen, was da für ein Ergebnis erzielt wird. Aber wir sind noch lange nicht beim Weltrekord, das müssen wir immer wieder ganz deutlich sagen. Hier sehen wir nochmal die Brücken übereinander, untereinander. Links wie rechts fallen die Steine. Unglaublich, wie man das erbaut hat. Stellen sich davor, darüber gesprochen, dass da natürlich auch Menschen dazwischen waren, die auf Tennissocken, auf Schlüppchen hier durch die Halle gesprungen sind, um zwischen diesen Brücken die Steine aufzustellen. Da braucht man nicht nur eine ruhige Hand, da braucht man auch eine ganz ruhige Wade, sonst zuckt man einmal und dann ist so eine Brücke im Eimer. Über mehr als 7 Brücken muss man hier gehen, um dann ins nächste Feld zu kommen. Da sind sie, die Windmühlen. Und das ist eine wunderschöne Formation von Windmühlen. Jetzt geht erstmal die holländische Flagge hoch, na klar. Und dann werden wir am Ende Rembrandt sehen können, nämlich eine Radierung von Rembrandt. Wolken mit Landschaft und Mühlen, das passt einfach perfekt zusammen. Das ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube, das darf schon mal sein an einem solchen Abend. Und ganz am Ende, wie gesagt, kommt diese Radierung von Rembrandt zum Vorschein. Zu Rembrandts Zeiten waren die Windmühlen die wichtigste Energiequelle. Und heute werden sie in neuer Form als Windgeneratoren immer mehr eingesetzt. Und das ist das natürlich eine ganz schöne, bis jetzt leider zu teure Energieform. Hier auch wieder die Klapptechnik. Sie sehen diese kleinen, sich drehenden Hölzchen, die dafür sorgen, dass man im Zickzackkurs weiter vorankommt. Ganz clevere Erfindung. Alles in eigenen Werkstätten. Er baut, er dacht, er tüftelt. Und jetzt wird es heiß. Legen Sie schon mal Ihr Saunatuch zu Hause raus. Wir sind im Land des Formel 1 Weltmeisters. Wir sind in Finnland. Mit 9.791 Steinen am Projekt 39. Das Grüne, was Sie sehen, das ist Land und Seen und Wald, kommt auch noch dazu. In der Mitte, das ist so ein bisschen Symbol für eine Sauna, dieses Holzfässchen. Und Sie sehen es schon, da gab es gerade einen frischen Aufguss. Das sind Dominosteine, die für Sie schwitzen werden. Es gibt in Finnland etwa 2 Millionen Saunen, 2 Millionen Saunen. Das Schöne ist, die Finnen haben auch noch 200.000 Seen dazu. Das heißt, wenn Sie dort ein Tauchbecken brauchen, brauchen Sie meistens nur aus der Tür rauszugehen. Hier sehen Sie, die Steine oben werden rot und können sich dann wieder abkühlen. Die Sauna entstand übrigens, als finnische Bauern vor langer, langer Zeit damit begannen, kalte Räume aufzuheizen, indem sie Stahl. Achtung, wir müssen aufpassen, denn die Zeit des Saunens ist abgelaufen und dann kommt logischerweise das haben wir beide nicht begriffen. Also die ist irgendwie aus Hinterzarten von einem unserer Skispringer da reingeschmuggelt worden. Dieter Thomas. Es gab vielleicht eine weltweite Rückrufaktion für Sanduhren, die gegen Kuckucksuhren ausgetauscht wurden. Aber was viel wichtiger ist, weiter, weiter laufen sie, diese Steine, auf dem Weg vielleicht zu einem neuen Fabel-Weltrekord in dieser Dominikanischen Republik hier. Aber es wird erst noch mal eine Kuckucksuhr hier in Bewegung gesetzt. Vielleicht ein neuer Trend. Wenn Sie zu Hause eine Sauna haben, probieren Sie es aus und schreiben Sie Uli Potowski, ob es mit der Kuckucksuhr geklappt hat bei 90 Grad. Hier wird noch gebrutzelt. Auch diese Sauna hat die richtige Betriebstemperatur erreicht. Das Grüne deutet Wald an. Wir verlassen Finnland. Aber wir sehen hier nochmal diese sensationelle Technik. Ja. So, wir verlassen Finnland, gehen nochmal nach Holland. Da steht was. Ich hoffe, da kommt Gott sei Dank die Linie wieder angeschossen. Ich hoffe, dass es weitergeht, denn mit der blauen Linie kommen wir herüber von Finnland aus Skandinavien, aus dem hohen Norden, zurück in das Land, in dem wir gerade sind, aus dem wir gerade live für Sie vom Domino-Weltrekordversuch 99 berichten. Zurück in die Niederlande und es wird musikalisch. Die Drehorgel spielt für uns. Es gibt sogar einen Drehorgelverleih hier in den Niederlanden. Und der Minister für Wohlfahrt, Volksgesundheit und Kultur hat seit 1992 5 Drehorgeln auf die Liste unersetzlicher Kulturgüter gesetzt. Zu Recht, wie wir finden. Und das sind dann auch 15.605 Steine mehr. So, gibt es noch ein bisschen Musik? Und abwarten. Ausgeorgelt hat sie es da schon. Aber das Projekt scheint auch komplett zu fallen. Ich habe Hoffnung, dass wir noch mal was zu hören bekommen. Denn es geht noch mal in Richtung der Orgelpfeifen. Oder doch nicht?
Wir sind, glaube ich, schon unterwegs. Raus aus den Niederlanden. Und ganz in den Süden Europas geht's nach Portugal. Und da gibt es ein ganz, ganz witziges Thema. Hier soll eine Flasche geöffnet werden. Ein Korken aus einer Flasche. Sie sehen den großen Korkenzieher gerade. Rechts neben der portugiesischen Flagge, die gerade hochgeht. Hier soll wirklich aus einer Flasche von Dominosteinen ein Korken herausgezogen werden. 75% der Weltjahresproduktion von Korken werden in Spanien und Portugal produziert. Und die Portugiesen machen 2/3 davon. Sie sehen, es ist ein gutes Tröpfchen. Es ist kein Chateau Migraine. Es ist kein Schloss Nierentritt. Ein gutes portugiesisches Tröpfchen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob auch der Korken da rausgeht, ob die Flasche mit 17.046 Steinen fort werden kann. Der Wein fließt. Es hat geklappt und ich glaube, da sind sie besonders stolz drauf, denn das war auch nochmal ein ganz schwieriges Objekt. Und sie sehen es immer wieder, diese Klapptechnik und hier. Da fallen sie die Korken. Und die Bauer können sich wirklich hier nicht vorwerfen lassen, habe gebaut wie Flasche leer. Die haben das super gemacht bisher. Das läuft in einem spektakulären Tempo und mit einer unglaublichen Präzision heute Abend. Nur wenige Steine sind bislang stehen geblieben. Aber noch können wir nicht sagen, ob der Rekord erreicht worden ist. Übrigens zum Kork. Dieser Kork, der ja erst geerntet werden kann, wenn so ein Baum 120 bis 160 Jahre alt ist, wird nicht nur zum Verkorken von Flaschen gebraucht. Auch in der Weltraumfahrt werden noch Teile des Wärmeschutzschildes im Space Shuttle mit Kork gemacht. Und wir nähern uns noch einmal Österreich und einem weiteren romantischen Punkt in dieser Show. Nein, Österreich kommt ein bisschen später dran. Der Uli kann es kaum erwarten. Sein Frack hat er schon angezogen. Ja? Jetzt kommt ein Projekt, was unter der Schirmherrschaft des Club of Budapest steht. Ein ganz besonders schönes Projekt. Auf der spanischen Insel Teneriffa haben nämlich die Stuttgarter Galeristen Helga und Hans-Jürgen Müller die Zukunftswerkstatt Mariposa als Geschenk zum Jahr 2000 an die Jugend gegründet. Hier wird erhaltungswürdig, Sie sehen diese Treppe in der Mitte, geistiges und kulturelles Eigentum der Menschheit festgehalten und Visionen von alternativen Lebens- und Gesellschaftsformen weitergegeben, die gemeinsam von Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern entwickelt werden. Und diese Stufen einer goldenen Treppe, auf die kann jeder seine Gedanken, Wünsche und Ideen eingravieren lassen, die der künftigen Menschheit mit auf den Weg gegeben werden sollen und bedeutenden Persönlichkeiten gewidmet werden können. Mariposa, der Schmetterling, und hier fliegen sie hinauf. Ein wunderbares Projekt, das unter der Schirmherrschaft des Club auf Budapest auf der spanischen Insel Teneriffa steht. So, das war die Geschichte des Schmetterlings sozusagen. Und wir sind jetzt wirklich unterwegs nach Österreich. Und da sind sie, die versprochenen romantischen Walzerklänge. Wieder zurück. Der Opernball. 11.201 Stein. Fünf Tanzpaare, die Walzer tanzen. Übrigens, ein durchschnittliches Kleid ist hier etwa im Durchmesser 1,25 Meter groß. Also das ist schon gewaltig, was hier aufgebaut wurde. Uli war ja selbst als Debütant 10-mal dabei. Letztes Mal, glaube ich, im weißen Kleid, oder stimmt das? Ich möchte dir heute wirklich nicht mehr widersprechen, Wolfram. Kann schöner nicht eröffnet werden, findet auch Linda und Robin, der Meister der Dominosteine. Einige Fächer sind nicht aufgegangen, das können Sie sehen. Die Fächer zählen natürlich nicht mit beim Dominostein-Rekord. Das ist für den Erbauer Meister Robin natürlich ganz erlösend, denn er muss nur auf die Steine achten. Und die laufen weiter, Uli. Ja, das ist nur Dekoration, in Anführungsstrichen, aber ausgelöst auch wiederum durch die Dominosteine. Und jetzt tanzen gleich wirklich alle fünf Paare den Wiener Walzer. Und so perfekt und so schön, wie man es auch beim Opernball dieser Perfektion wohl nur sehr selten sieht. Was Sie nicht sehen können, sind die Lackschuhe, die diese Herren natürlich standesgemäß tragen. Schöne Tanze. Das klappt wie ein Schnürchen. Ich habe ein bisschen Angst um Linda, Uli. Im 8. Monat ist die Frau schwanger. Die regt sich da ganz schön auf, die freut sich gewaltig. Das kann nur gut fürs Kind sein. Ja, und wir sind kurz davor, sozusagen den Sprung auch ins Millennium anzukündigen. Wir haben nämlich noch wirklich fantastisch.
fantastische Dinge für Sie, das dürfen wir schon mal sagen. Wir tanzen nur ganz kurz vorher mal in eine kleine weitere Pause hinein. Das ist eine Pause, bevor wir dann schon so langsam Ihnen sagen können, ob es denn nun wirklich geklappt hat mit dem Weltrekord. Es dauert noch ein bisschen, denn noch lange steht nicht fest, ob es wirklich ein gültiger Weltrekord ist. Notare müssen noch über den Parcours gehen, denn wir wollen in diesem Jahr ganz genau sagen, wie viele Steine gefallen sind. Und das ist ja auch wichtig für Sie, weil Sie können ja auch gewinnen mit Ihrer Prognose, die Sie hoffentlich abgegeben haben. Jetzt geht's nicht mehr, aber 25.000 Mark für denjenigen, der nachher das Glück des Tüchtigen hat. So, wir sind jetzt wieder unterwegs zum Pendel. Ich kann Ihnen aber wirklich auch schon mal sagen, dass wir nachher noch den Reichstag erleben werden, verhüllt sozusagen. Und dass wir ein Jahrtausendthema haben werden und alle, die gerne nach Mallorca fahren, die kommen auch auf ihre Kosten, das können wir versprechen. Und auch die Kunstexperten nochmal. Und es fällt sehr schöne Motive. Wenn wir Glück haben, noch das größte Feld, das jemals für Dominostein zusammenhängt, gebaut wurde. 700.000 Steine stehen da an einem Stück. Wenn dieses Feld erreicht wird, dann können wir es packen. Gleich mehr aus der Dominohalle beim Weltrekordversuch. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Nein, ich bereue nichts, nicht ein einziges Stück, nicht ein einziges Mal. Und ich werde es immer wieder tun, wenn ich Lust habe. Nein, ich bereue nichts, absolut nichts. Roche, nicht umsonst in Gold gefasst. Der New Beetle, jetzt mit 74 kW, 100 PS, schon ab 30.450 Mark. Das Vermögensbildungsgesetz bringt deutliche Verbesserungen für Arbeitnehmer. Dazu live die Börsennachrichten. 3P, das 3-Prämien-Kombipaket, bringt frischen Wind in die Börse. Damit können Sie Sparzulagen auf Bausparen, auf Fonds sparen und die Bausparprämie bekommen. Das sind bis zu 700 Mark. Sichern Sie sich noch bis 31.12. die maximale Prämie. So steht Ihr Eigenheim ganz hoch im Kurs. Jetzt informieren. Bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken und Schwäbisch Hall. 3P. Mehr Prämie geht nicht. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket. Drin. Chibo Magazin. Geschenke. Mit AOL jetzt so günstig wie nie ins Internet. Einfach anrufen. 0800 5 3x die 1 3x die 2. Thank you.
Im Laufe der Zeit geht das Zahnfleisch oft unbemerkt zurück. Entzündungen beschleunigen dies. Doch viele bemerken das Problem erst in letzter Sekunde. Deshalb die neue Dr. Best Vitalkomplex. Der Vitalkomplex pflegt entzündetes Zahnfleisch mit Zink und Vitaminen. Hochwirksames Fluorid und Xylit schützen vor Karies. Für Zahnfleisch und Zähne die neue Dr. Best Vitalkomplex. Lieben Sie Bücher? Kaufen per Klick bei bol.de. Mein Buch! Die noch etwas vorhaben. Deutsche Bank 24. Peugeot 206. Tempo fragte, wie siehst du aus, wenn du Schnupfen hast? Meine Nase ist so rot. So. Damit's weder groß noch klein so hart erwischt, gibt's Tempo Plus mit Aloe Vera. So geschmeidig. Weiß wie ein Schälchen. Schön kuschelweich. Nur der hat noch eine rote Nase. Tempo Plus. So geschmeidig. Verlass dich drauf. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Zurück live beim Domino Day und jetzt ist das passiert, was wir befürchtet haben. Das Pendel hat etwas zu früh ausgelöst und deswegen kommen wir einen Moment zu spät zurück. Und was wir nicht live sehen konnten, war den Reichstag. Das liefern wir Ihnen selbstverständlich gleich nach. Das Projekt, das von Christo und Jean-Claude verhüllt wurde. 23 Jahre haben die beiden ja darum gekämpft, den Reichstag einpacken zu können. Und dann haben sie es erst geschafft. Er dachte schon, er selbst könnte einpacken. Dann hat er es doch noch gemacht. Den Reichstag liefern wir Ihnen nach. Erstmal ab nach Spanien. Zum Ballermann natürlich, zum Teutonengrill. Da liegen sie schon, unsere Landsleute. Da haben sich die Holländer aber was ganz Nettes mit uns ausgedacht. Also, Sie werden es erleben. Wir sind am Ballermann. Getreu dem Motto, verlieben, verloren. Oder wer singt das sein? Wer singt das nochmal? Ist das nicht Wolle Potowski? Genau, Wolfgang Petri. Also, hier sind wir beim Ballermann Sangria. Wir werden alle abgefüllt. Und gleich werden wir uns auf diesem überdimensionalen Grill wiederfinden. Und dort werden wir geröstet. Und die Sonnenanbeter werden auch durch die Domino-Steine gleich gewendet. Da sehen wir es. Jedenfalls hier eine Dame. Naja, doch, die anderen auch. Wir haben uns die holländischen Kollegen versprochen, darüber werde es kleine Feldbetten geben mit Flammen und die Deutschen werden braten. Ein Rutzelgeräusch von genau. Speck in der Pfanne und dazu spanische bzw. mallorquinische Musik. So, das war unser Besuch auf Mallorca und da, Wolfram, ist nochmal dein Reichstag. Das Gesamtkunstwerk des Reichstages, hier sehen wir, wie er fällt, jetzt schon im neuen Look. Von Sir Norman Foster gestartet mit der neuen Kuppel noch. Nun gibt es Menschen, die sagen, wäre schön, jetzt wo der neue Bundestag darin tagt, dass man das ganze Ding nochmal einpacken würde. Hier sehen wir, wie er fällt und das sind große Videokassetten, die unter einer Plane, die ein bisschen andeuten sollen, das was Christo und Jean-Claude damals gemacht haben, die unter dieser Plane fallen. Schön, dass wir Ihnen das nochmal zeigen konnten. 13.010 Scheine. Für Achtung, eines der schönsten Kunstprojekte, Wolfgang. Jan Steen.
16.627 Steine verarbeitet. Aber ich glaube, die sind nicht alle gefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sehe viele genau. Stehen geblieben. Uiuiuiui. Bei Jan Steen ist viel stehen geblieben. Eine kurze Anekdote dazu. Es war ein Mensch, der nicht nur Maler war. Der hat sich in verschiedenen Berufen hier in Holland versucht. Er hat mal auch als Arzt gearbeitet. Und seine größte medizinische Finesse war die sogenannte Kopfsteinschneidung. Und man hat den Patienten weisgemacht, sie hätten Steine im Kopf. Und die hat er dann da rausgeschnitten. Das war natürlich alles Lug und Trug und das war eigentlich auf diesem Bild zu sehen, hätte man sehen können, wenn es gefallen wäre. Und wir verreisen, wir sind unterwegs in Europa, wir haben 6 Koffer und die beliebtesten Ferienziele der Holländer sind darin abgebildet. Natürlich ist Deutschland auch dabei, deshalb sind ja auch unsere Autobahnen immer so schön voll zu bestimmten Jahreszeiten, wenn die Jungs und Mädels mit den gelben Autonummern unterwegs sind. Und Sie sehen es, hier fährt man natürlich auch ganz gerne nach Spanien und nach Griechenland. Also auch Wintersportgebiete sind natürlich dabei. Der Holländer an für sich hat eigentlich ähnliche Präferenzen wie wir deutschen Urlauber auch. Also da ist der Unterschied nicht so ganz schrecklich groß. Aber schön zu sehen, was sich da in den Koffern abgespielt hat. Und da steht es jetzt auch nochmal drauf. Aha, ein holländischer Sponsor für diese Reisegeschichte. Und jetzt wird es spannend. Wir gehen zu einer Zeitmaschine. Das ist das 49. Projekt bereits von 50. 13.117 Steine sollen fallen und wir wollen sie schon ein bisschen mitnehmen. Ja, zu dem Ereignis, auf das ja so viele warten. Wobei man sagen muss, es wird ja ein bisschen übertrieben, die Zeitmaschine ist ausgelöst, aber es gibt natürlich viele Länder, die haben nicht das Jahr 2000, sondern eine ganz andere Zeit. Ganz interessant, in China sind wir schon im Jahr 4636, im jüdischen Kalender sind es 5760. Ja, also das ist ganz anders in anderen Zeitrechnungen, deswegen wir machen da ein Wow drum, das vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. So, aber wir haben, glaube ich, gleich die Möglichkeit runterzuschalten. Ein kleines Feuerwerk zünden wir jetzt schon, aber nur für diese Zeitmaschine und nur für den Wechsel ins Jahr 2000. Denn das große Feuerwerk haben wir uns noch lange nicht verdient. Denn Linda steht jetzt unmittelbar vor dem größten Dominofeld, das jemals am Stück gebaut wurde. Und Linda, ich hoffe, dass ihr da unten bereit seid, um dieses Feld langsam auszulösen, wenn die Zeitmaschine jetzt ausgedampft hat. Linda. Ja. Ja, es wird jetzt so langsam besonders spannend. Wir sind beim allerletzten Projekt angelandet, dem Euro-Projekt hier. Dein persönlicher Rekord, wenn es klappt. Wenn es klappt, ja, weil wir haben hier 700.000 Dominosteine in ein Feld aufgestellt. Und das ist das größte Projekt, das je aufgebaut wurde und das je in einem Schlag umkippen wird, ne? Ja, das klappt. Wenn es umfällt. Und wir brauchen es natürlich... Oh, das ist Feuerwerk. Oh, wie schön. Das Millennium-Projekt hat wunderbar geklappt. Aber jetzt dieses riesengroße Euro-Projekt. Wie lange haben deine Mitarbeiter hier angearbeitet? Na, wir haben hier 700.000 Dominosteine. Und pro Tag kann man 2.000 Dominosteine aufbauen. Und 350 Menschtagen brauchen wir, um dieses nur aufzustellen. Aber wir haben auch noch die Fotos angeklebt. Und das war auch nur 150 Menschtagen. Eine wochenlange Arbeit. Ich denke, wir sollten es jetzt genießen. Wir sind auf dem Weg zu diesem letzten Projekt. Wenn alles klappt, sehen wir gleich die 7 neuen Euroscheine erscheinen. Genieß es einfach, Robin. Denn wenn das klappt, dann haben wir den Rekord absolut gebrochen. Dann kann es nicht mehr schief gehen mit diesen 700.000 Steine dazu. Wir gehen dort. Ja. Wie lange dauert es noch, bis die da jetzt beim Anfang sind? 40 Sekunden oder so. 40 Sekunden noch und dann das allerletzte Projekt. Und wenn dann der letzte Stein fällt, dann haben wir es geschafft, da bin ich mir sicher. Du musst es wirklich in vollen Zügen genießen jetzt. Da kommt er. Da wird schon gefeiert. Aber das muss hier noch umfallen. 10.000 Dominosteine pro Sekunde werden hier fallen. 10.000 pro Sekunde? Ja. Nicht zu fassen. Geht schon los? Wir sind fast da. Spannend, ne? Ja. Hat es da schon angefangen, da vorne? Ja, jetzt. Ich kann es nicht sehen. Schwer zu sehen. Ja, da kommt er. Aber die kommen jetzt auf uns zu. Jo. Und dann warten. Genial, das ist die Frage. Ich kann es mir auch leider nicht sehen, aber es sieht gut aus.
Geniale, kommen die noch. Ich höre ja nur. Ich höre es, es kommt auf uns zu. Wie eine große Welle. Ja, da kommen die alle. Ja. Alle fahren? Ja, sieh mal hier, ein riesen Front. Wahnsinn. Die gehen alle. Ja, doch. 700.000 Steine werden fallen in diesem letzten Projekt. Ja, die gehen auch. Groß im Haus. Ja, die Klappe. Hör mal. Da kommt's. Ja. Die kommen die alle. Das ist so schön. Total, aber die Anzahl, wenn ich so schätze, 2,4 so irgendwo. Aber ist es dann nicht völlig unmöglich, dies nochmal zu steigen, das nochmal zu übertreffen, wenn das klappt? Ja, ich denke doch, wenn wir so etwas gemacht haben, aber wir haben jetzt die Erfahrung. So, mit dieser Erfahrung und mit diesen super Leute, das ganz können viel. Wir nächstes Jahr 3 Millionen versuchen. Ja, das können wir dann. Wir haben natürlich noch nicht die offizielle Zahl, wir müssen noch eben kurz warten, bis die Notare alles nachgerechnet haben, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass es nicht geklappt hat, den Rekord zu brechen. Wie fühlst du dich jetzt? Erleichtert, stolz oder kannst du es noch nicht wirklich glauben? Nee, dies ist ein Traum, die Wahrheit wird. Ja. Es war auch ein viel schönerer Abend für dich als letztes Jahr, ne? Unglaublich viel schöner. Und jetzt so viel mehr Spannung, aber ruhige Spannung, nicht so nervös. Letztes Jahr ist so viel in die Hose gegangen und heute sind wirklich alle Projekte gelungen. Es sind vielleicht ein paar Tausend hier und dort stehen geblieben, aber es war wirklich schön. Wir schauen jetzt nochmal, wie dieses letzte Projekt gelaufen ist. Du kannst das sehen. Schön. Kommt von Anfang an. Jetzt kannst du es richtig genießen. Ja, genau. Wir konnten es von hier aus nicht so gut sehen. Guck mal. Ah, muss ich sehen. Hier, da kommt jetzt 20 Euro. An sich ist dieses Projekt schon ein Weltrekord. Nur dieses Projekt, ne? Ja. Das allergrößte Projekt, das je in einem Schlag umgefallen ist. Ja, da sind die 700.000 alle zusammen. Ah, sieht man. Schön, das nochmal so zu sehen. Gut aufgestellt geworden, ne? Alle Euroscheine sind erschienen. Jeder von dem Team hat mitgebaut daran. Das ist so gut für die Motivation. Wenn gleich bekannt gegeben wird, dass der Weltrekord da ist, was machst du dann mit dem Team? Wir werden das größte Preisefest haben, das ich je gehabt habe. Und Alkohol wird wahrscheinlich in Strömen fließen. Ja, ich denke so, ja. Sie haben es aber verdient. Okay, Robin, ich schlag vor, dass du jetzt zu deinen Leuten gehst und natürlich auch noch zu den anderen Moderatoren aus Holland und Belgien, die wollen dich bestimmt auch sprechen. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns gleich bei der offiziellen Bekanntgabe. Bis gleich. Danke, danke. Oh, meine Güte. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, es wird natürlich eine Weile dauern, bevor die 2 Notare und ihre 14 Gehilfe genau ausgerechnet haben, wie viele Steine gefallen sind und um wie viel wir den Rekord gebrochen haben.
Ich denke, es ist am allerbesten, dass wir in der Zwischenzeit zurückgeben an Uli und Wolfram, die vielleicht nochmal mit Ihnen die schönsten Momente des heutigen Abends Revue passieren lassen können. Bis gleich. Ja, danke schön, Linda. Wir werden also gleich nochmal in einige dieser tollen Rekordaufnahmen schauen. Und ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt. Ich habe es nicht erwartet, dass es so glatt geht. Also bis auf ein ganz großes Projekt, nämlich die Fußball-Europameisterschaft, haben Sie gesehen, ist fast alles ziemlich glatt gelaufen. Wir wären auch schon ganz gern unten bei denen dabei. Da geht die Party ab. Aber wir wollen Ihnen ganz gerne mal zeigen, was es so an Höhepunkten gegeben hat. Die bereiten wir so langsam für Sie vor. Wenn Sie selbst mal Spaß haben, das zu Hause nachzuspielen, da gibt es ein bisschen was, mit dem Sie das auch machen können. Ja, diese herrliche Kistchen hier, da sind nämlich dann, ich weiß nicht, wie viele Dominosteine drin. Also wenn Sie einen Weltrekord schaffen wollen, dann brauchen Sie 2.458 dieser Kisten. Von dieser und 4.544 von dieser Kiste. Gibt es zum Stückpreis von 29,95. Also ein preiswerter Spaß. In diesem Augenblick sind die Kollegen im Übertragungswagen dabei, noch einmal so ein paar Highlights zusammenzustellen. Wir wollen nochmal zeigen, was waren so die schönsten großen Flächen, was waren die schönsten Pyroeffekte und was waren auch die gefährlichsten Pannen. Wir steigen, glaube ich, mal ein mit den schönsten Flächen, die Sie heute Abend bei diesem Weltrekord, der noch nicht offiziell bestätigt ist, gesehen haben. Und das war gleich am Anfang ein tolles Feld. Europa ohne Grenzen, das war eines unserer ersten Felder. Ein Feld, das uns genauso gut gefallen hat wie das, was sich mit Irland beschäftigt hat, nämlich das war eigentlich eines seiner Lieblingsprojekte. Das war der Biervogel. Wir können Ihnen sagen, Sie können ein weiteres Fläschchen aufmachen, wenn Sie sich bis jetzt so eins gegönnt haben. Der Biervogel hat Ihnen ja auch gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen, mit einem Flügel kann man nicht fliegen. Und hier noch einmal ein paar Motive aus der Welt der Kinder, von Kinderprojekten, die da unterstützt wurden von der Lotterie hier in den Niederlanden. Noch ist nicht offiziell bestätigt, dass es einen Weltrekord gegeben hat. Hier sehen wir noch einmal die Windenergie. Die Notare machen sich, wir schauen gerade einmal zurück, in dieser riesigen Halle jetzt auf ihren Weg des Zählens. Und ich bin immer noch fasziniert, ob so viel Fantasie, ob das Picasso war, ob das die Skispringer waren, ob das die Energiefelder waren, ob es die Bits and Bytes waren. Das waren über 100.000 Steine, die in diesem Feld alleine gefallen sind. Es war wirklich fantastisch, was wir hier gesehen haben und es lohnt sich auf jeden Fall, das noch einmal jetzt in aller Ruhe und ohne Stress zu genießen. Lucky Luke natürlich, die Comicfigur aus Belgien, auch eine große Fläche mit weit über 20.000 Steinen und natürlich das Entkorken des Weines, auch etwas sehr, sehr Schönes gewesen. Hier werden, glaube ich, heute Abend einige Korken aus Champagner fast gezogen. Hier ist was nicht ganz zu Ende gegangen, das war Jan Steen. Sie sehen, hier stehen die Kollegen, die das aufgebaut haben. Wochen lang haben die sich die Knie wund geschrubbt, sind durch die Halle gelaufen und ich freue mich mit denen, dass die das gepackt haben. Unglaublich, wir haben hier eben ja mal 20, 30 Steinchen da aufgebaut und hatten schon zittrige Hände. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an die Bauer und wir geben nochmal runter zu Linda, die mittendrin ist in der schönsten Domino-Party, die es wohl hier gegeben hat. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis dass wir zu Linda rübergeben. Wir haben noch ein paar Highlights für Sie, nämlich ein paar Show-Effekte zum Beispiel. Oh ja, die sollten wir zeigen. Wir haben noch so ein paar Dinge vorbereitet aus diesem großen Konzert der umfallenden Steine. Das war natürlich ganz wunderbar, diese Geschichte mit dem Laserstrahl ganz am Anfang. Oh, hier war mein persönliches Lieblingsobjekt, der Fall der Berliner Mauer. Ganz synchron fielen diese drei Mauerteile mit Talkum dazwischen, Talkumstaub und hier Riverdance. Riverdance, auch eine sehr, sehr schöne. Da unten wird getanzt, wir geben nachher runter, aber erst schauen wir uns noch ein paar Highlights an, denn wir wollen natürlich auch nicht verpassen, die große Party. Wir zeigen Ihnen aber vorhin noch ein paar Highlights aus der Abteilung Show und Effekte hier. Die Television, die Entwicklung der Television mit dem Breitbandfernsehen, mit dem Format 16x18, mit HDTV, mit Schwarz-Weiß und Dienstag die Jungfrau. Was hat die arme Frau geschrien? Und das war die Satellitentechnik Luxemburg. Und dann sind wir schon beim Wintersport, bei der Vier-Schanzentournee. Wie gesagt, ein großes Thema im Jahr 2000 bei RTL. Und dann wollen wir solche Sprünge für Sie live übertragen. Der Wiener Opernball. Herrlich, wie diese Fächer aufgingen. Thomas Gottschalk tanzte, er sieht jedenfalls so aus im Hintergrund. Mit Frau Hunziger, glaube ich, der Frau von Eros Ramazzotti, so hat's auch. Und hier, dieses Rätsel werden wir vielleicht im nächsten Jahr dann lösen können, warum es am Ende der finnischen Sauen Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald gab. Und hier die Millennium-Maschine, haben Sie gerade erst gesehen, die sich dann mit einem Feuerwerk in Gang setzte. Also wenn das mit dem Jahr 2000 so schön wird, wie hier mit der Party um den Dominotag, ich glaube, dann wird das ein ganz schöner Jahreswechsel, dann brauchen wir keine Angst zu haben.
Ich hoffe, dass wir noch ein paar besondere Techniken für Sie vorbereitet haben. Da sind Sie schon. Da haben Sie es noch mal gesehen, wie hier die Stopper herausgenommen wurden, ganz am Anfang. Und die Hölzchen, mit denen man die wechselnden Richtungen anzeigen konnte, hier beim Ferrari, einem wunderschönen Motiv. Durch diese kleinen Drehhölzchen konnten sich die Dominosteine auf der Stelle mit ihrer Richtung drehen. Und diese Sprungtechniken auch immer wieder faszinierend, was man sich hier hat einfallen lassen. Wir haben es gesagt, in eigenen kleinen Werkstätten und natürlich unser Pendel, unser Werbependel. Einmal war es ein bisschen zu früh zu Ende, aber da haben wir nur ganz wenig verpasst, vielleicht 60 Sekunden. Ansonsten eine sensationelle Leistung, dass man das so ausgibt. Und da haben wir Ihnen den Christoph auch nachgelegt. Hier sehen wir nochmal den Weg, den Schmidt und Hannawald immer gehen müssen. Hinten rauf an einer Schanze, der Schnee fällt und von oben geht es dann runter. Hier sind wir nochmal im Wald bei den Finnen und hier sind wir bei dem Projekt des Club of Budapest bei Mariposa und den Schmetterlingen, die hier hineinsteigen in den Himmel über der Dominohalle. Und Sie sehen es, hier wird gezählt. Also es sind wirklich, ich glaube, weite Flächen gefallen. Ganz wenig ist stehen geblieben, aber man muss der Ehrlichkeit halber hinzufügen, dass man das so nicht immer auf Anhieb sieht. Aber hier wird einfach nur gefeiert, weil man sich sicher ist, dass man den alten Weltrekord gebrochen hat. Aber unsere Notare sind bei der Arbeit und wir werden das Endergebnis natürlich nachher noch sehr exakt präsentieren. Es sieht auch nicht schlecht aus, aber es gab auch einige kleine Pannen. Noch die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wir wollen mal hineinschauen in das, was schiefgelaufen ist. Also da sehen wir das Haus sollte hier zusammen. Das Haus sollte einbrechen. Von oben herein sollte ein Stein reinfallen. Das Haus sollte auseinanderbrechen. An der Seite rechts sehen Sie es. Eine Wand ist ein bisschen rausgebrochen, aber die Dominoreihe kam nicht mehr raus. Und Uli, dein Lieblingsprojekt. Ja, da war ich ganz traurig. Da sollte nämlich Fußball gespielt werden. Da sollte der Ball ausgelöst werden. Aber dazu ist es nicht gekommen. Deutschland hätte gegen Holland 1:0 gewonnen. Ich habe es geahnt, dass das auch heute wieder nicht stattfindet. Selbst beim Domino. Stein werfen nicht. Also allein wie lässig jetzt diese Menschen durch diese Halle gehen können, das war ja wochenlang überhaupt nicht möglich. Das sind ja wieder ganz normale Gangarten, die man da sieht. Kein vorsichtiges Schlurfen auf Socken durch die Halle, sondern diese Notare und ihre Gehilfe gehen ganz geraden Schrittes durch die Halle und sie zählen und zählen und zählen. Sie haben auch schon während der Live-Übertragung ihre Notizen gemacht. Also im letzten Jahr. Hier müssen Sie nochmal ganz genau nachzählen. Sie wissen, wie viel Steine in den einzelnen Projekten standen. Das wurde vorher ganz genau mitgezählt und jetzt zählt man natürlich auch die, die stehen geblieben sind. Dann wird das Ganze subtrahiert und so kommen wir dem Endergebnis, das hoffentlich ein Rekordergebnis sein wird und es sieht ganz gut aus, immer näher. Ja, ich wollte noch erzählen, im letzten Jahr, da haben dann die Domino-Bauer ganz am Ende, als alles gezählt wurde, in den Dominosteinen förmlich gebadet. Ich glaube, das steht uns auch noch bevor. Und jetzt wird jeder Einzelne da unten gefeiert. Und Sie sehen, es wird sehr, sehr ordentlich gerechnet. Das ist eine sehr offizielle Sache. Weltrekord ist Weltrekord. Da wird nichts sozusagen liegen gelassen. Ja, die haben schon ganz andere Minen als die Bauer, denn die haben jetzt ihren großen Auftritt. Die können jetzt mit einer großen Zahl nach vorne kommen. Sie sehen nochmal links an dem Ende ihres Bildschirmes jetzt die große Arche in Paris, La Grande Arche, wo die Trikolore hängen. Wir sehen nochmal den Blick auf die Siegessäule und das könnte eine Siegessäule für die Sieger des Abends werden, für die Erbauer des Domino Days 99. Das Brandenburger Tor liegt da ein bisschen flach. Und hier werden einige Flaschen heute Abend noch flachgelegt, da bin ich ganz, ganz sicher. Einige Korken werden hier rausgehen. Sie sehen es, es ist 22 Uhr und 35 Minuten. Man rechnet zusammen. Hier laufen die Daten von allen Notaren und ihren Gehilfen zusammen. Hier wird addiert und hier wird abgezogen, hier wird subtrahiert von der Summe, die man aufgebaut hat. Die Steine, die noch stehen und es werden die zusammengerechnet, die eben gefallen sind. Und dann hoffen wir gleich Ihnen ein offizielles Ergebnis mitteilen zu können. Und was auch noch ganz wichtig ist, es gibt natürlich auch noch einen RTL-Gewinner. Wenn Sie mitgespielt haben bei unserem Telefonspiel, dann wird Ihnen Linda nachher noch sagen können, wer die 25.000 Mark gewonnen hat, live in dieser Sendung, kurz vor 23 Uhr. So, und jetzt haben wir noch ein Highlight aus dem Finale, aus diesem größten Feld, als beinahe 700.000 Steine gefallen sind. Hier fällt es nochmal. Und Sie haben am Anfang der Sendung gesehen, dass ja die Zufahrten, die Dominosteinchen, die auf dieses große Feld hingeführt haben, noch kurz vor der Sendung von einem Kameramann mit einem Kabel umgeschmissen worden sind. Die hat man bis wenige Minuten vor der Sendung repariert. Sonst wäre dieses riesige Feld niemals gefallen. Da hätten wir niemals die Scheine, die Sie ja bald alle in der Tasche haben werden, reichlich, wie ich hoffe, hätten wir diese Scheine niemals sehen können. Das größte Feld, das jemals am Stück gebaut wurde, da sehen Sie es noch einmal. Ein paar Steine sind vorher gefallen, das waren die Laufmaschen, die dürfen nicht mehr mitgezählt werden.
Und das wissen die Notare natürlich, dass da einiges vorher umgefallen ist. Die werden nicht gezählt, aber hier kommen wir schon zum 100-Euro-Schein und dann geht es weiter zum 200-Euro-Schein. Und das war dann das große Finale. Da wie am Schnürchen gezogen. Hier sehen Sie sich noch einmal hinter dem Feld. Da hat man dieser Bauern eine kleine Kneipe reingebaut heute Abend. Schwarze Diamanten. Und damit gefeiert. Sieht ein bisschen so aus. Ja. Deine Stammkneipe original nachgebaut, Uli, für dich. So, und dann gab es nochmal das Feuerwerk. Der 500-Euro-Schein, übrigens ein Österreicher hat die entwickelt. Und dann war einfach Schluss. Aber wie viele Steine sind umgefallen? Wir wissen es natürlich immer noch nicht das genau. Das wäre die maximale Zahl gewesen. Ja, aber das war es definitiv. 2.500.000. Linda feiert uns schon. Gleich wollen wir runtergeben zu Linda. Wir machen noch eine ganz, ganz kurze Pause und dann sind wir da mit den Feiernden, mit den Ausgelassenen, mit den euphorischen Dominobauern, mit einer sehr, sehr glücklichen Linda, die hoffentlich ein bisschen vorsichtig feiert. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen Angst um sie. Und dem offiziellen Ergebnis und natürlich auch, wenn Sie gewonnen haben, mit 25.000 Mark für Sie im großen Domino Day Avanza-Spiel mit RTL. Also, wir warten auf das offizielle Endergebnis. Wir hoffen, dass es ein offizielles Rekord, ein Weltrekord-Ergebnis wird. Bleiben Sie bei uns, dann sind wir da mit dem Ergebnis beim Domino Day 99. Ohne Pendel, aber was im Gewinner. Egal womit Sie es versuchen, manche Gerüche gehen einfach nicht raus. Nichts entfernt Gerüche aus Textilien wie Febreze. Ich sprühe es auf Gardinen, den Teppich, die Couch. Entfernt Rauchgerüche wie nichts anderes. Wirkt sogar sicher bei meinem Lieblingskleid. Es ist kein Deo, es überdeckt nicht Geruch mit Duft. Febreze spürt schlechte Gerüche in Textilien auf und entfernt sie sicher. Riecht wie frisch gelüftet. Einmal getrocknet und weg ist der Geruch. Riecht frisch hier drin. Febreze befreit Textilien von Gerüchen, ganz sicher. Hey Mäuse, aufwachen! Schläft Ihr Geld auch noch? Nicht mit dem kostenlosen Girokonto der Citibank. Bis zu 2% Guthabenverzinsung. Null Kosten für Kontoführung, null Kosten für Internetbanking, null Kosten für die Visa-Karte und neu null Kosten für Ihr Wertpapierdepot. Citibank. Where money lives. Der Kablerflick wird zum Held. Seine Freunde vom Zirkus, tada! Mut zum Risiko und das Vertrauen der kleinen Dot helfen ihm, seine Familie zu retten. Ich wusste, du schaffst es. Freuen Sie sich auf Disney's und Pixar's Das große Krabbeln. Jetzt auf Video. Bei Katja und Anna scheint alles gleich. Erst bei näherem Hinsehen erkennen sie den Unterschied. Katjas Zähne haben Verfärbungen. Anna nimmt Odol Med 3 Samtweiß. Odol Med 3 Samtweiß löst erstens Verfärbungen schonend an. Zweitens hilft es, neuen Verfärbungen vorzubeugen. Für natürlich weiße Zähne. Odol Med 3 Samtweiß. Disney und Pixar präsentieren der Abspann zum Ablachen. Echt cool. Brandneue Gags vom Dreh. Jetzt auf jedem Video das große Krabbeln. Moto Guzzi. Hey, 74er Moto Guzzi. Am Sound erkannt. Chanté? Ja. Am Geschmack erkannt. Genießen Sie den feinen Unterschied. Jetzt umsteigen und gewinnen mit der R&V Autoversicherung. Und was wird aus Ihren Träumen? Wir öffnen Horizonte. R&V, die Raiffeisen- und Volksbankenversicherung. Nichts in Ihrem Leben ändert sich. Nur der Strompreis. Avanza, Markenstrom von RWE Energie und ihren Partnern. Bewegung an der frischen Luft, das ist gesund und macht Hunger! Und für den gesunden Hunger zwischendurch gibt's Kinder Maxi King. Aus vielen guten Zutaten wie Haselnüssen, Milchkaramell und frischer Vollmilch. Das schmeckt dem gesunden Hunger! Jetzt im Kühlregal, Kinder Maxi King. So macht der gesunde Hunger Spaß. Avanza. Günstiger Preis. Kurze Laufzeiten. Einfacher Wechsel. Jetzt informieren. 0180 123 4000.
Nein, Papa. Ganz für mich allein. Den ganzen Tag. Überhaupt, was gibt's denn zu essen? Suppenliebe. Lecker. Suppenliebe, Liebe, Liebe, Liebe. Von Knorr. Lieber trocken trinken als trocken feiern. Aufs neue Jahrtausend. Enkel trocken. Aoste, raffinierte Schinken, luftgetrocknete Salami und Geflügelvariationen. Aoste, Tag für Tag ein Fest der Sinne. Soll ich Ihnen mal sagen, warum ich hier sitze? Okay, ich sag's Ihnen. Weil es bei der Süddeutschen Klassenlotterie jetzt den Eurojoker gibt. Mit dem können Sie täglich 500.000 Euro gewinnen. Und das sind fast 1 Million Mark. Dabei kostet der Eurojoker nur ungefähr 1 Mark pro Tag. Ja, und ich dachte mir, das sollten Sie schon wissen. Mit Günther Jauch Millionär werden. Live bei RTL mit einem Los der SKL. Anruf genügt 0130 2010. Restauriert ist dieser Zug, da kommt Naschen gar nicht gut. Saubere Kisten, saubere Finger. Was sind denn das für Dinge? Ah, Schokobon. So schön klein und so schön rund. Mit einem Haps sind die im Mund. Und Bon für Bon, so macht das Sinn. Eine extra Portion Milch mit drin. Das klingt ja gar nicht dumm. So viel Milch mit Schoko drum. Bon für Bon, eine kleine extra Portion Milch. BHW drückt die Zinsen fürs Bauspardarlehen. Mit Tiefzinsgarantie ins eigene Heim. Mit BHW Dispo Max schaffen Sie das. BHW, der Baufinanzierer. Willkommen bei den Maître Chocolatier von Lindt und den Geheimnissen der Schweizer Schokoladekultur. Heute erleben wir eine Premiere. Nouvelle Confiserie. Das sind unglaublich zarte Praline-Soufflés. Ganz anders und nur halb so groß wie herkömmliche Pralines. Noch nie hat etwas so Kleines so gut geschmeckt. Nouvelle Confiserie, die neuen extravaganten Pralines von Lindt. Morgen um 20.15 Uhr, Millionär gesucht. Es gibt Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich. So ganz stimmt das ja nicht. Die SKL-Show. Um 22.30 Uhr die Karl-Dall-Show. Furchtloser Promi-Comedy-Talk. Schönen guten Abend. Halt's Maul, du kriegst gleich einen vor die Glocke, das sag ich dir. Um 23.25 Uhr die Shootingstars der Köln-Comedy-Gala. Boah, leck mich am Arsch, du. Unser Showabend morgen ab 20.15 Uhr nur bei RTL. Der große RTL-Sonntagsfilm. Geboren vor undenklichen Zeiten. Der Meister seiner blutigen Zunft. Dies ist die einzig wahre Geschichte des einzig wahren Vampirs. Mel Brooks und Leslie Nielsen. Dracula, tot, aber glücklich. Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL. Nervenkitzel pur mit dem Domino Express Classic Set. Verblüffende Kunststücke und eine Kettenreaktion von wahnsinnigen Stunts und Nonstop Action. Spektakulär, der Domino Express Power Dealer stellt die Dominosteine automatisch aufrecht hin. Bricht den Domino-Rekord mit den Spielen zum Domino Day bei RTL. Ab jetzt im Handel. Jetzt geht's weiter. Den Domino Day präsentiert Ihnen Avanza von RWE Energie. Ja, hier ist noch einmal Fats Domino live aus der Prinz-Bernhard-Halle in Holland mit den letzten Nachrichten. Neben mir steht Notar Erwin Ackermann, der uns vielleicht erklären kann, wie das sein kann, dass es dieses Jahr keine Schätzung ist, sondern wirklich eine Zählung. Ja, wir haben nicht nur 2 Notare dabei, aber auch 14 Mitarbeiter von uns. Ja. Die stehen im Außenfeld
Die haben jeden ein Feld zu beobachten mit Operngläsern. Man kann die Zähne. Und das haben die während der Sendung gemacht? Ja, sicher. Während des Fallen der Steine sind die am Zählen gegangen. Und die haben alles in den Computer eingegeben jetzt? Oder wie sieht das aus? Jetzt ist alles in den Computer eingegeben. Es muss noch geprüft werden. Manche Steine kann man nicht sehen. Wir müssen ins Feld gehen und dann kann man das ganze Resultat einführen. Dann wissen wir das Ergebnis. Wie lange dauert das noch ungefähr? Na, eine Minute. Noch eine Minute. Okay, dann komme ich gleich wieder zu Ihnen. Ich wollte mich noch mal ganz schnell bedanken bei Christian und Heiko und Maike. Ja, natürlich stellvertretend für alle Erbauer. Ohne euch hätten wir es absolut nicht geschafft. Wie fühlt ihr euch? Ja, wunderbar. Ich meine, das war zwar eine Heidenarbeit, die Dinger aufzubauen, aber jetzt sind die alle gefallen. Das war so toll. Das hat ja fast alles geklappt, ne? War es besser als guter Sex, Heiko? Das kann man nicht unbedingt sagen. Das geht dir dann zu weit. Maike, vielen, vielen Dank. Ihr habt wirklich eine wundervolle Arbeit hier geleistet. Es war schön, mit euch zu arbeiten und wie gesagt, stellvertretend für alle Erbauer. Vielen, vielen Dank. Okay, ich gehe jetzt langsam in Richtung vom Podium, denn ich denke, dass wir jetzt so allmählich wissen, was die offizielle Zahl ist. Und ich möchte auch alle anderen Moderatoren einladen, dahin zu kommen. Die holländische Moderatorin, die belgische Moderatorin. Kommen Sie bitte alle auf die Bühne. So, Robin, spannender Moment. Der Notar weiß es schon. Wir warten nur noch auf die offizielle Zahlen. Wo ist Erwin Ackermann? Hier, neben mir. Kommt Frau Haag auch noch dazu? Die ist da, Wendy ist da, Robin ist da. Da fehlt eigentlich nur noch die belgische Moderatorin. Wo ist sie? Truus? Truus, komm dazu. Wir sind, wie gesagt, meine Damen und Herren, in drei Ländern live. Also die zwei holländischen Moderatoren sind dabei, Hans Krey, Wendy van Dijk, hier ist Truus aus Belgien, zwei Notare, Robin, du bist da, der allerwichtigste Mann heute Abend. Ich glaube, wir sind bereit. Sie wissen es, also erlösen Sie uns bitte, wie viele Steine sind gefallen und haben wir einen neuen Weltrekord? Ja, natürlich. Wir haben ein neues Weltrekord. Ja. 2.472.480 Steine. Es ist nicht zu fassen. Gehört. Das Ganze wird jetzt noch beurkundet. Alle Beteiligten unterschreiben dort unten. Und dann wird Linda sich aus dem Pult lösen. Das macht sie schon. Denn es steht ja noch etwas ganz Wichtiges aus. Nämlich, wer von unseren Zuschauern hat gewonnen. Das werden wir gleich auch noch aufklären. Und wo ich gerade den Goldfütter sehe und das wunderbare goldene Schirm unserer holländischen Kollegin, den ersten Stein, den goldenen Stein, das darf ich den ganz harten Domino-Fans, die jetzt noch bei uns sind, auch sagen. Den goldenen Stein können Sie ersteigern am 24. und 25. November beim RTL-Spenden-Marathon. Den ersten Stein des jetzt amtlichen Weltrekords des Domino Days 99. Und da wird jetzt das gemacht, was wir gar nicht erwartet haben. Da ist ein bisschen was runtergefallen von dem Feuerwerk und hat ein Objekt in Brand gesetzt. Da brennt was, aber der Mann ist selbst. Sie haben es gesehen, er hat mit seinem Shirt das Ganze. Aber jetzt löscht. Ist es auch egal. Jetzt sind die Kollegen da von der Sicherheit hier und können löschen. Also, auch das ist noch gut gegangen hier. Und Robin holt seine Leute raus und wir holen jetzt langsam den Gewinner raus. Linda, du kannst noch einen Menschen glücklich machen. 25.000 Mark warten noch auf einen Domino-Fan. Ja, Linda, wir haben jetzt die offizielle Zahl mit Brief und Siegel und das heißt, dass wir den Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt geben können. Alle Anrufer, die zwischen 2,4 und 2,5 Millionen getippt haben, lagen richtig und unser Computer hat
glaube ich, den endgültigen Gewinner ermittelt. Wenn alles geklappt hat, habe ich vielleicht jetzt schon einen Gewinner am Telefon. Stimmt das? Habe ich jemanden am Telefon? Ja. Bist du Sascha Hiebel? Ja. Aus, wo kommst du her? Aus Bayern, aus Traunreuth. Aus Bayern, Traunreuth? Ja. Du weißt natürlich, warum ich anrufe, Sascha. Ja. Was hast du getippt? 2,4 Millionen. Na, das stimmt, zwischen 2,4 und 2,5, dann lagst du richtig. 2.472.000 waren es, um genau zu sein. Du bist der glückliche Gewinner von 25.000 Mark. Schön, ne? Ja. Ist doch nett an so einem Freitagabend, ne? Ja, danke. Hast du das Spektakel auch ein bisschen genossen? Ja. Ja? Schön. Okay, und was machst du mit dem Geld, wenn ich fragen darf? Oh, ich weiß, ich habe mir eine Wohnung gekauft und werde halt da jetzt ein bisschen renovieren und so. Es kommt da so richtig gelegen. Ja, ja. Okay, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke, ebenfalls. Viel Spaß mit dem Geld. Tschüss, Vielen Sascha. Dank. Okay. Gut an all unser Team. Danke. Okay, danke schön. Gut, meine Damen und Herren, es sieht stark danach aus, als wäre das der zweite Domino Day gewesen bei RTL und auch der zweite Rekord. Und was für ein Rekord. Ich hoffe, dass Sie genauso einen spannenden Abend hatten wie wir hier und dass Sie ab heute auch zu den echten Domino-Fans gehören. Ich ziehe mich jetzt wirklich endgültig auf meine Couch zurück, muss auch dringend meine Schuhe ausziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schlafen Sie gut und wenn Sie noch nicht schlafen wollen, dann viel Spaß mit 7 Tagen, 7 Köpfen. Tschüss, da! Anymore. We're
Juni, RTL Soapshow. Deine Lieblingsstars aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Unter uns und die Strandklicke treten gegeneinander an. Präsentiert von Marco Strölein. Wetten, dass deine Eltern am Samstag wieder den Fernseher blockieren und du die Soapshow trotzdem nicht verpassen willst? Kein Problem. Hol dir deinen eigenen Fernseher für sagenhafte 199 Mark. Von Montag bis Samstag überall im Mediamarkt. Solange der Vorrat reicht. Deiner ist kleiner, aber deiner ist deiner. Die Soapshow am 13. November nur bei RTL. Diese umwerfende Show präsentierte Ihnen Avanza von RWE Energie.